Willkommen zum, ja, was ist das hier? Die erste Live-Breaking Heads. Wie haben wir es genannt, Manuel? Laberrunde, einfach mal nicht so strukturiert hier podcastmäßig, sondern einfach, wir schauen uns völlig unvorbereitet Warhammer-Content an. Live auf Twitch. Haut alle möglichen Fragen oder Anregungen in den Chat. Wir haben jetzt hier schon starke, warte, ich schau mal. Starke 11, 11. Oh, warte, ich bin der 11. Okay, 9, 10. Stimmt, gerade eben waren es 9, dann sind ich und Manu rein, jetzt sind es 11. Ja. Ja. Sehr gut, also ich habe bei mir den, wie gesagt, den Manuel. Hallo Manuel, willkommen. Ja, Manuel kennt ihr auch schon aus den Breaking Heads Podcast oder aus den TTM Podcast. Da war er bisher immer so als Co-Host dabei und hat irgendwie seinen Senf dazu gegeben. Manuel ist außerdem schon ewig bei der TTM im FAQ-Team dabei und wird deswegen, glaube ich, auch nur sehr gut als Gast hier zu sein. Der auch schon im FAQ-Team lange dabei war, ist der Matthias Quark QT. Cutie Bell. Ja, wir haben eigentlich zwei Bells, ne? Also Bell Nummer 1 und Bell Nummer 2, das sind die TTM Rules Team, unter anderem. Und ich glaube, die perfekt dafür, hier das alles durcheinander zu nehmen. Ja, Matthias, schön, dass du da bist. Bitte schön. Und außerdem haben wir noch jemanden komplett Unqualifiziertes dabei, nämlich der kann nur Tau spielen. Das ist der Yannick. Willkommen, Yannick. Super. Ja, und wir quatschen jetzt einfach hier, so lange bis wir nicht mehr können, über die neuen, ja, geleakten und ungeleakten Regeln der 9. Edition. Wir haben ja jetzt alle ganz offiziell von GW das Grundregelbuch, wobei es auch nicht das Grundregelbuch ist, sondern das sind nur die Core Rules. Wir wissen aus verschiedenen Quellen schon, dass das Regelbuch selber nochmal ein, zwei Regeln mehr drin hat, die auch manche Sachen ja, entscheiden und dafür wichtig sind. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal so die Core Rules durch, kommen am Ende sicher noch zu so ein paar Sachen, die ja nicht erst in den geleakten Sachen zu finden sind. Ja, die seht ihr jetzt hier irgendwie nicht direkt auf dem Bildschirm und so, aber wenn ihr in den gängigen Foren oder Chatgruppen rumfahrt, kriegt ihr die sicher auch alle irgendwie. Ja, so. Und wir respektieren Copyright. Ja, wo wollen wir anfangen? Vielleicht mal so, wie sieht es so bei euch aus? Was ist euer erster Eindruck? Oh, warte mal kurz. Oh, warte. Ja. Oh, ja, toll. Jetzt hörte man euch die ganze Zeit nicht. Ah, nein. Ja, geil. Vielen Dank für den Hinweis. So, jetzt. Oh, ja, das Jetzt. sind. Warte Sir mal. Error. Okay, Sag ich wir nur, machen wir das haben Ganze einen nochmal. Error. Also, wir haben einmal den Manuel Bell dabei. Seines Zeichen Imperiumsspieler und kann alles. Außerdem auch schon hier im TTM und im Breaking Heads Podcast. Hört ihr mich? Und Hört ihr mich? Hallo? Ist ja egal. Hört ihr genau. mich? Also, Manuel, sag mal Hallo. Hallo? Das ist der da in der Mitte, Mitte links. Ich bin der Fred. So, ihr hört mich? Sehr gut. Dann hört ihr jetzt auch den Matthias, auch genannt den süßesten Quark von allen, nämlich den Quark Cutie. Hallo Matthias. Uhu, Plottwist, Fred sitzt alleine da und führt Selbstgespräche. Ja, er tut immer nur so. Der fü fügt einfach immer Bilder Ja. ein. Manu, check. Sehr Danke. gut, Panzer Mike. Hallo Panzer Mike. Und Hallo, Manuel, lange Georg. blonde Guck, Haare. deswegen habe ich sie bisher Lange gemutet, weil blonde das hier. Haare. Immer Lange wenn ich blonde traurig bin, trinke ich einen Haare. Panzer Wenn ich Mike. dann noch traurig bin, trinke ich einen. Okay, und außerdem hört ihr auch schon Yannick. Yannick kann Tau spielen. Geil. Ah, Yannick. Das ist geil. Hallo. So, ja, ich habe jetzt brauche ich keine Gespräche mehr führen. Okay, Manuel, sag mal kurz noch, was dein erster Eindruck war. Also, mein erster Eindruck war, die Core Rules sehen gut aus, gefallen mir. Natürlich kann ich erst sagen, wenn ich gespielt habe, ob es wirklich coole Regeln sind oder nicht. Aber der erste Eindruck gefällt mir und auch, dass sie viele Sachen übernommen haben, die gewünscht waren, mehr oder weniger, und auch so die ITC-Rules im Groben und Ganzen übernommen haben. Selbst das gefällt mir. Aber da sind so
einige Kinken drin, die ich gesehen habe, wo ich mir von vornherein überlegt habe, warum habt ihr das jetzt so gemacht und nicht, wie es schon seit Jahren bei ITC oder woanders gespielt wird. Aber da kommen wir sicherlich nachher zu. Und dann sage ich, das ist Kacke. Merkt ihr, dass Manuel direkt seine seriöse Stimme aufgesetzt hat? Oha, stinksauer. Matthias, wie sieht's bei dir aus? Jo, also bisher liest sich alles ziemlich gut, finde ich. Und es gibt ja einige Änderungen, auf die wir nachher eingehen. Und der allererste Pluspunkt, der einem direkt ins Auge fällt, ist natürlich, dass sie die Regeln in Stichpunkte zusammengefasst haben. Das heißt, man muss keine Absätze lesen und kann auf direkt immer übersichtlich direkt kleine Regeln finden. Und mir gefällt besonders der Teil mit Geländeregeln, dass Gelände einfach jetzt einen ganz anderen Spieleinfluss bekommt. Und da freue ich mich auch drauf, dass man, wie man die Platten hinterher gestaltet und was für eine Dynamik das Spiel vielleicht bekommen kann und worauf man alles achten kann. Und dann, das wird, denke ich, auf jeden Fall sehr nice. Und es geht auf jeden Fall in eine gute Richtung, finde ich. Sehr cool. Ja, Gelände super wichtig, ne? Da habe ich mich auch sehr gefreut. Ich hoffe, wir kommen da noch irgendwie zu. Yannick, wie siehst du dir aus? Jo, also ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Ich finde, also so beim, ich hab jetzt einmal das Regelbuch quasi durchgelesen oder diese Core Rules und mir ist aufgefallen, oder ich meine jedenfalls, dass die Regeln deutlich präziser geschrieben worden sind. Mhm. Und ja, mir gefällt auch diese stichpunktuelle Zusammenfassung. Finde ich sehr gut. Ja, ich hoffe, dass wir jetzt ein schnelleres Spiel spielen können. Und nicht mehr 3 Stunden für ein Spiel brauchen. Das hoffe ich sehr. Und ich glaube, das könnte aufgehen. Ja, da müssen wir nachher erstmal gucken, wie dann die Punktanhebungen der einzelnen Armeen auch sind. Ne? Das macht auf jeden sicherlich Fall ein bisschen was aus. Auf jeden Fall, ja. Da ist ja hier und da schon mal was durchgeleckt. Ne? Irgendwo gibt es ja wohl Space Marine Punkte, die sind massiv teurer geworden. Bis zu 20-30% teilweise. Das ist schon ein ganz schönes Stück. Und Basis-Centurion auch 50% mehr, ne? Ja, ich finde auch so Modelle, die nicht mehr gespielt werden, wie zum Beispiel der normale taktische Marine, ist ja von 11 auf 15 Punkte gestiegen. Ich glaube, den wird man bald gar nicht mehr sehen und den wird GW auch schon fast aussortieren. Ich glaube, der ist bald Mail Order Only. Der ist nur noch mit dem Graf-Gewehr gut. Gut, überhaupt, wird jemals die Platte sehen. Ja, Graf-Gewehr und dick im Kind. Was mein Eindruck ist? Ja. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl auch gehabt, wie was Manuel eben schon meinte, dass man an manchen Stellen so dachte, hä, das war doch schon mal besser. Also so gerade bei den Missionen ganz am Ende, da dachte ich so, hä, da waren wir da nicht schon weiter. Aber gerade da ist es natürlich auch so, dass wir noch nicht die ganzen Regeln haben. Wenn ich mir jetzt nur die Core Rules angucke, denke ich, boah, das ist richtig gut. Da sind irgendwie so die ganzen FAQs und diese ganzen Sachen so, ja, wie ist denn das jetzt genau und wie soll man das denn machen? Kein Problem. Wie ist denn das jetzt gemeint? Irgendwie sehr, sehr viele Sachen schon reingeflossen. Das finde ich halt echt gut. Jetzt hat man halt, also ich hoffe, das ändert sich nicht zu stark jetzt in den nächsten Monaten wieder, dass wir wieder 50 FAQs haben, weil ich habe halt das Gefühl, jetzt haben wir halt echt mal was, wo wir irgendwie mit den Grundregeln überhaupt spielen können. Ja. Finde ich schon gut. Ich finde es interessant, dass ihr sagt, dass die Bullet Points so gut sind. Ich fand die natürlich auch total gut, als ich, mein erstes Mal lesen, und ich habe das ganze Ding noch nicht komplett gelesen, sondern ich habe einmal alle Bullet Points gelesen und dann habe ich so alles gelesen, was ich irgendwie besonders interessant fand. Die neuen Regeln, also quasi so diese Regeln, die noch gar nicht da waren. Und das, wo halt die Leute meinten schon so, boah krass, da gibt es irgendwie eine Änderung im Detail. Und da ist mir so ein bisschen jetzt aufgefallen, dass man eigentlich, wenn man wirklich das Spiel spielen will, irgendwann immer, also man kommt nicht rum, diese kompletten Regeln zu lesen. Und dass es eher eine Falle ist, wenn man sich zu sehr darauf verlässt, dass in diesen Bullet Points die Sachen stehen, die das Spiel helfen. Es ist eher so eine, keine Ahnung, ich erinnere mich nochmal dran, was denn eigentlich die Regel war. Weiß nicht, wie seht ihr das? Auf jeden Fall. Also, nachdem man die Regeln einmal komplett gelesen hat oder mehrfach, dann kann man immer noch mal so bei Kleinigkeiten
wenn man jetzt an der Platte steht und dann irgendwie mit dem Gegner da eine Diskussion hat, dann kann man das aufschlagen, dann sieht man, welche Phase, wo sind wir gerade, so ein Bullet Point von wegen hier, guck mal, das ist so der grobe Punkt, wenn man jetzt keine detaillierten Sachen hat. Und dann kann man an solchen Punkten, denke ich, Zeit sparen. Mhm. Also dafür ist es, denke ich, schnell, mal da. Man kann schnell diese vermeintlich offensichtlichen Sachen erklären. So, nein, genau. du kannst auf den Charakter schießen, wenn das und das eintritt. Beziehungsweise wenn das und das nicht mehr da ist. Ja, sowas steht dann in den Bullet Points. Ja. Ne? Ich scroll also müsst ihr nicht zu zweit alles durchlesen. Ich scroll schon mal hier zu den Bullet Points. Auch schon so, dass man nicht zu den Bullet Points geguckt hat, sondern zu den Überschriften. Und wenn ich so gucke, ist halt eine Überschrift, ein Absatz und ein Bullet Point. Da reicht eigentlich auch meist die Überschrift. Was meinst du also, jetzt, wie, wenn man für was guckt? Also wenn man im Regelbuch was sucht, braucht man nicht die Bullet Points, sondern es haben auch damals schon immer die Überschriften gereicht. Und wenn ich das jetzt sehe, was Fried gerade auf hat, dann sieht man auch Engagement Range. Da brauche ich nicht unten die zwei Bullet Points, da weiß ich, dass es dann der Absatz ist wegen der Überschrift. Ja gut, wir können ja mal durch die Regeln gehen und daran sieht man das vielleicht, wie hilfreich das ist. Weil ich habe mir zum Beispiel bei einer Regel schon aufgefallen, da steht in den Bullet Points mehr als in den Regeln. Also da ist quasi ein zusätzlicher Satz, der gar nicht in den Regeln steht. Und das hat natürlich auch Gefahr, aber erstmal ist es halt cool, dass man halt dadurch, irgendwie ist es zugänglicher. Und die Leute haben sich auch alle schon beschwert, dass irgendwie so die Regeln wie Charakter und Snipen und sowas alles viel zu kompliziert formuliert wurde und so weiter. Möchtest du denn durch die ganzen Core Rules gehen oder soll jeder mal anfangen, was er cool fand oder welche Änderungen er interessant fand und ich dann von einem zum nächsten springen? Ich weiß noch nicht, also wir können natürlich, vielleicht gehen wir von vorne bis hinten so ein bisschen durch die Änderungen. Ich weiß nicht, ob wir dann zu lange brauchen. Ich habe mir halt alle Änderungen mal markiert. Janik, hatte ich dir das auch jetzt geschickt, ansonsten müsstest du das auch einfach, wenn du auch auf Twitch gehst, siehst du das halt mit 5 Sekunden Delay. Ich hab Twitch auf, ja. Okay. Also, ja, die Core Rules hier. Gehen wir mal zu den Core Rules. Also, vielleicht die erste Änderung ist, es gibt jetzt eine Command Phase. Es gibt ein paar zusätzliche Steps. Und was ich auch sehr cool finde, es steht am Ende jedes Steps steht immer dabei, dass man jetzt auch in den nächsten Step geht, was ja vorher nicht immer so ganz klar war. Aber fangen wir doch mal direkt mit der ersten Änderung an. Unit Currency. Viel diskutiert schon. Will jemand sagen, was da jetzt sich geändert hat? Oder soll ich es mal vorlesen? Wie sollen wir das machen? Ich glaube, eine grobe Zusammenfassung ist einfacher, als das alles vorzulesen. Okay, finde ich auch gut. Also im Grunde ist es doch so, dass man jetzt, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, man muss jetzt immer zu zwei Modellen in 2 Zoll sein? Ne, in 1 Zoll, oder? 2. Genau, zu zwei Modellen in 2 Zoll. Wenn man 6 Modelle oder mehr hat. Wenn man 6 oder mehr hat, genau. Das ist auf jeden Fall für größere Einheiten ist das auf jeden Fall, ich glaube, eine sehr große Änderung. Mhm. Weil dieses Konga-Bauen halt ja nicht mehr so funktioniert. Also irgendwie so eine 30er-Kultistenlinie oder so. Wird man so halt nicht mehr in der Form treffen, wie man es bisher kannte. Ja. Es wird alles ein bisschen kompakter, ein bisschen mehr Rank and File quasi, ne? Jedenfalls für die ganz großen Units. Und ja, da kommt dann ja noch nach der Leadership Phase wird es dann ja richtig wild, was Coherency angeht. Ja, aber das sehe ich noch ein bisschen anders. Und zwar ist es, dass jedes Modell ja zu 2 anderen Modellen sein muss. Und habe ich eine 30er-Unit, dann habe ich ja eh alle Modelle, die ja in der Mitte der Konga sind, sind ja zu 2 Modellen, also einmal links und rechts. Und nur an den Enden habe ich ja das Problem und dann stelle ich einfach einen mehr hin. Das heißt, ich verliere ja effektiv ja nur 6 Zoll. Nee, es ist nämlich so, dass wenn diese Einheit dann beschossen wird, dann kannst du oben doch nicht mehr die Dings wegnehmen, ne? An den Enden. Manuel? Mhm. Also die Idee dahinter ist natürlich, bei einer großen Einheit, da du jedes Modell in der Mitte der Kongas automatisch zu 2 Modellen in Formation und es geht nur um die Modelle am Anfang und am Ende der Einheit, da ist natürlich die Idee, okay, ich nehme ich mache die Einheit 2 Modelle kürzer und packe jeweils 2 vorne hin, dann so eine Einer-Schlange und 2 hinten hin.
Das Problem ist, sobald die Einheit beschossen wird und Modelle verliert, sobald ich am Ende, sobald ich irgendein Modell in der Mitte wegnehme, ist die Formation nicht mehr vorhanden. Und sobald ich vom Anfang oder vom Ende eins von diesen zwei Modellen wegnehme, ist auch die Formation nicht mehr vorhanden. Das heißt, am Ende der Moralphase also wird jedes Modell entfernt, das nicht in Formation ist. Genau. Das heißt, du würdest im Grunde die komplette Einheit töten, bis auf die letzten drei Modelle oder vier Modelle am Ende. Ist es denn so? Oder sagt es nur, dass ich mir den aktuellen Zeitpunkt angucke, welche Modelle sind nicht in Coherency und das ist nur das eine letzte Modell und dann nehme ich das weg und dann ist der Rest egal? So, Leute, ihr seht das ja jetzt auch. Also, wenn das jetzt eine Einheit über sechs Modelle ist, boah, sieht das scheiße aus. Aber du musst, wenn du fünf Modelle hast, dann ist es alles ziemlich egal, dann ist es genau wie in der alten Edition. Wenn wir sechs Modelle haben, das heißt, da muss jedes Modell immer zwei Einheiten drin haben. Also dieses Modell hier in der Mitte kann, wie kann ich das jetzt hier nicht malen, so, das hat diese beiden Modelle jeweils drin und dieses Modell hier am Rand hat auch die beiden. Das passt dann. Das war jetzt das, was Yannick mit der Ecke meinte. Das ist jetzt gar kein Problem. Aber jetzt die Situation, was passiert, wenn ich jetzt Modelle verliere? Dann ist ja irgendwie diese perfekte Aufstellung hier irgendwie im Arsch. Wenn ich jetzt hier was wegnehme, nämlich den hier, dann hat der hier ganz am Rand ja nur noch einen in 6 Zoll, in 2 Zoll. Und damit hätte diese Einheit jetzt keine Currency mehr. Das ist jetzt erstmal nicht so schlimm, aber vielleicht springen wir auch mal direkt. Vielleicht ist es deswegen gar nicht so schlau, wenn wir hier alles durchgehen. Ganz am Ende ist das, ne? Und zwar der Satz lautet... weiß ich mal, welche Seite das ist. Das ist, glaube ich, nach der Moralphase, ne? Das ist Seite 23 unten rechts. Und du entfernst so lange alle Modelle, die nicht Informationen sind, bis du eine einzige Einheit über hast, wo jedes Modell Information ist. Until only a single group of models from the unit remains in play and is in unit coherency. Also das, was die Idee von Manuel, dass du natürlich sagst, am Ende, du hast ein Modell nicht Information, zum aktuellen Zeitpunkt entfernst dieses Modell und bist fertig. Das funktioniert leider nicht. Sondern du entfernst so lange Modelle, bis du fertig bist und du sagen kannst, jedes Modell ist immer noch Information. Mhm. Das heißt, die gesamte Einheit würde komplett zusammenbrechen. Also du kannst natürlich dann, wenn du einmal nicht aufpasst bei der Bewegung, ist im schlimmsten Fall eine komplette Einheit weg. Gerade bei großen Einheiten mit dem -1-Modifier, wo die zu einem Drittel fliegen. Also, jetzt mache ich es nochmal. Das heißt, wenn die keine Currency haben, jetzt haben wir gerade eben gesagt, es kann was, ich kann mir hier einen an der Ecke, stirbt hier jetzt. Der ist jetzt hier unten längs weggegangen. Was ist jetzt die Situation? Ich habe immer noch über sechs Modelle. Und jetzt muss ich am Ende der Phase, also nachdem geschossen, Nahkampf gemacht wurde und auch vielleicht noch Moralphase. Das heißt, es kann durch mehrere Sachen könnte das jetzt passieren, dass hier ein Modell wegfällt von meinen schönen, jetzt waren es gerade sieben Modellen, jetzt habe ich immer noch sechs. Das heißt, jetzt haben die keine Currency mehr. Und dann entferne ich jetzt dieses Modell hier. Richtig? Richtig, du entfernst nacheinander. Du entfernst das eine Modell, das du markiert hast, und dann checkst du wieder, ob du Unit Coherency hast. Und das hast du immer noch nicht, also entfernst du wieder ein Modell. Also entfernst du alle Modelle, die nicht in Coherency ist. Das wäre theoretisch ja nur das eine. Aber danach checkst du wieder. Es wird immer wieder gecheckt. Du musst halt in Reihen stehen. Genau, du musst so lange entfernen, bis du wieder Coherency hast. Aber ich unterbreche mal kurz, weil jetzt haben wir ja nur fünf Modelle. Jetzt ist doch wieder die normale Coherency-Regel, die wir aus der achten kennen, oder? Gute Frage. Check. Also zurück zur Seite 4. Ja. Es kann sein, dass du dann am Ende mindestens mit fünf Modellen stehen bleibst. Ja, also du musst so lange entfernen, bis du wieder in Coherency bist, as defined on page 4. Und on page 4, was steht da? While the unit has 6+ models. Also okay, solange sie 6 oder mehr Modelle hat. Okay, also nimmst du weg, bis du noch 5 Menschen stehen hast und dann ist alles gut. Ja, dann ist es ja okay. Jetzt nehmen wir aber dann ist ja gar kein Problem. Das Problem wird natürlich dann, wenn ich hier eine 30-Modell-Konga-Linie hatte und am Ende dachte, hey cool, ich mache am Ende nur so ein Dreieck, weil sobald du mir ein Modell rausschießt, muss ich ja irgendwo sozusagen diese perfekte Formation aufmachen. Ja. Also ich muss dieses Dreieck aufmachen und dann geht meine ganze Reihe bis auf 5 Modelle runter. Genau. Ja.
Also musst du an strategischen Punkten fünf Modelle platzieren, sozusagen. Also anstatt zwei Reihen. Also zwei Reihen kannst du ja auch machen, aber du kannst ja auch an strategischen Punkten Leute platzieren. Was natürlich jetzt auch sehr interessant ist, und deswegen ist der Dash-Tester ja jetzt noch auch in aller Munde. Sagen wir, wir haben jetzt irgendwie diese Formation. Ihr müsstet Ja. hier wieder sehen, ne? Und jetzt muss ich aus irgendeinem Grund einen Moraltest machen. Also sagen wir nicht den Dash-Tester, sondern sagen wir, wir haben jetzt irgendeine Fähigkeit, die dir erlaubt, vom Gegner zu bestimmen, welches Modell entfernt wird. Das sind zum Beispiel der Dash-Tester durch Moral, das ist aber auch zum Beispiel Mental Onslaught von dem Gene-Seer-Kult. Ich glaube, es gibt auch irgendwie eine Zielkraft von den Chaos-Dämonen oder so. Und dann kann ich mir ein Modell aussuchen. Dann nehme ich jetzt dieses Modell hier in der Mitte, was ich eben schon mal markiert hatte. So, das ist jetzt weg. Das heißt, jetzt sind die hier alle nicht. Also der Typ hier ist jetzt noch in 3 Zoll, in 3 zu 2 Modellen, der ist noch. Aber der hier ist nicht mehr. Und sobald ich den wegnehme, ist der auch nicht mehr. Das heißt, von einer dieser Reihen sitzt jetzt komplett tot. In der Moralphase beim Unit-Currency-Check. Genau, Richtig so? und Ja, ne? genau. wenn jetzt der Death-Chester-Spieler bist, scroll mal Ja. runter. Was? Im Grunde die Currency wird hier am Ende über die beiden Knotenpunkte bei den Dreiecken gehalten, ganz links und ganz rechts. Das heißt im Grunde Ja, als. beziehungsweise, nee, hier in dem Fall würde es jetzt runterbrechen, Warte bis ich nur noch kurz. bei fünf Modellen bin. Moment. Das heißt, als Death-Chester-Spieler kannst du dir aussuchen, an welche Seite du den Gegner verlagern möchtest. Wenn du jetzt links vom Knotenpunkt, vom Dreieck einen wegnimmst, dann bleibt nur noch der rechte Punkt stehen. Also rechts die 5 Mann. Wenn du von rechts aus dem Dreieck einen wegnimmst, dann bleiben links die 5 Mann stehen. Ach so, du Und meinst, alle anderen weil. sind tot. Genau. Ah, In genau, du dem kannst jetzt Moment, auch wo du in der sagen, ich Mitte erschieße eingeführt nicht bist. den da, ich erschieße nicht den in der Mitte. Kannst du Sondern das einfach ändern? einen von den dreien am Rand jeweils. Ist ja egal welcher. Weil dann nimmst du dem Gegner nochmal die Wahl, welche Seite stehen bleiben soll. Also, so wie du das gemacht hast, kann ich jetzt als Gegenspieler mir aussuchen, ob die linke oder die rechte Seite stirbt. Und dann nehme ich natürlich die Seite, die weniger interessant ist, zwecks Markerspiel oder so. Also würdest du eher, also sagen wir, weiß ich nicht, hier, also wenn hier jetzt der Marker ist, hier ist der Marker, dann schießt du den hier weg und dann sterben hier alle bis auf die fünf Modelle hin. Genau. Damit kannst du halt eine ganze Kong ausrotten. Ist jetzt interessant, gerade für Buff-Auren oder Charakter oder sonstiges. Weil auf einmal hast du keine Einheit mehr, die vom Charakter steht, weil du halt ein falsches Modell hingestellt hast. Oder? Ich weiß nicht, oder für den Nahkampf. So. Glaubt ihr, dass das, also, dass man das oft sehen wird? Weil ich habe jetzt auch mir, so, ich bin ja auch Ork-Spieler, habe mir da auch schon eine Menge Gedanken jetzt gemacht und überlegt, ja, gut, das ist natürlich blöd, aber ich kann mich natürlich auch irgendwie safe hinstellen. Also hier immer diese Dreierformation machen. Also dann ist hier eine Dreierformation, dann muss hier noch ein Dreier hin, dann muss vielleicht hier noch einer hin und hier noch einer hin. Und dann habe ich quasi immer so die Formation gebaut, dass ich irgendwie so Dreiecke habe. Von den, ja, muss ich mal gucken, ungefähr so, ja. Weiß jetzt auch nicht, ob es perfekt ist, ne? Ich habe es auch noch nicht auf dem Tisch gesehen. Und wenn ich es irgendwo aufbreche, also sagen wir mal hier, dann stürmen halt maximal zwei weitere. Und dann lohnen sich halt auch die Sachen schon gar nicht mehr. Kannst ja Ja, überall genau. Dreiecke machen. Aber diese Dreiecke, das ist ja wieder, also das würde ich nicht machen, wenn du gegen den Death-Jester spielst, ne? Dann nimmst Ich du würde nämlich halt. den hier weg, ne? Zum Beispiel. Dann nimmst du den da weg. Ich mach den mal hier so richtig weg. Wenn der jetzt weg ist, dann hast du mir quasi wieder eine der Hälften getötet. Dann Ja. ist entweder die Hälfte Ja. hier tot oder die linke Hälfte tot. Also du musst die Dreiecke jeweils noch mit einem verknüpfen. Also du hast im Grunde zwei Reihen, die jeweils versetzt sind. Also im Grunde effektiv verliert die Einheit, die eine Conga baut, die Hälfte der Reichweite. Also das ist so die Quintessenz quasi. Dadurch, dass du nicht mehr eine Reihe baust, sondern im Grunde zwei Reihen parallel, um sicher zu sein. Kommt Das, halt ein aber bisschen das auf den heißt ja auch Gegner nicht, an, dass ja? meine Einheit nicht spielbar ist, sondern das heißt, dass ich mich einfach anders stellen muss. Genau. Also du verlierst einfach nur die Hälfte der Reichweite bei einer doppelt so langen Einheit. Also dann hast du halt nicht mehr diese. Also gerade dadurch, dass die Platten noch kleiner jetzt sind, du hast ja schon bei den alten Platten, du hattest teilweise Einheiten, die von der einen Spielfeldkante auf der langen Kante bis zur anderen Kante gingen und dann irgendwie nochmal schräg gegenüber noch einen Marker gehalten haben oder so. Und dann hast du jetzt vielleicht nur noch Einheiten, die über die kürze Kante komplett gehen, statt über das gesamte Spielfeld zu stehen.
Wir kommen nachher zu den Missionen. Aber was ich bei den Missionen interessant finde, dass man immer eigentlich, man muss immer eine ganze Runde draufstehen bleiben fürs Verschalten von Markern. Das heißt, auch wenn das Kongan quasi schwieriger ist, weil man eben sehr leicht ausgeschaltet wird, man kann es ja trotzdem noch machen. Man opfert aber quasi eine ganze Einheit, aber vielleicht wird die sowieso geopfert, weil danach halt der Gegencharge kommt. Also wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, ich habe jetzt Boys und die können weiten Charge machen, oder noch besser, ich habe irgendwie 20 Ganten, die sowieso abgeräumt werden, ja gut, dann sterben, ob die jetzt durch Currency sterben oder durch den Schaden des Gegners, vielleicht ist mir das ja egal. Ich würde hier Ja. auch gleich, weil es gut passt, weiteres anbringen, und zwar das Removen und die Nahkampfphase. Also damals war es ja gang und gäbe, dass man solche großen Einheiten auch mal gerne gefangen hat. Ich finde nicht nur dieses Stratagem mit 2 CP Okay, rausrennen, warte sondern mal, auch. welche Seite ist das? Also die, ach so, die haben wir hier gar nicht drin, ne? In den Nee, aber Core das war ja Rules. auf der GW-Seite schon. Ah ja, okay. Ich gehe mal Nicht nur zum das. Nahkampf. Nicht nur das Stratagem, dass du rauslaufen kannst, sondern auch diese ganze Ach so. Moralphase und dass du würfeln musst, ob Leute sterben. Damit ist es unglaublich schwer, eine Einheit zu fangen. Also ich Das glaube, passiert quasi gar nicht mehr, glaube ich. das passiert nicht mehr. Du kannst, glaube ich, es dir abschreiben, Einheiten zu fangen. Ja, weil du Ja, durch das oder Aufbrechen der du. Formation die selber töten kannst im Grunde. Man muss wahrscheinlich so rechnen, dass man dem Gegner zumindest die CP abmaked, ne? Ja, aber du kannst ja alleine schon durch, wie Bellman das gerade sagt, du kannst ja auch schon durch die Entfernung der Toten eine Coherency brechen, um die Leute da Ja, rauszutöten. absolut. Du meinst, Ja, also das. du kannst quasi mit einer Conga-Line screenen und die ist quasi ein effektiver Screen, weil der Gegner da nicht hinschocken oder nicht durchlaufen kann. Aber das ist quasi, du kannst sagen, okay, ein Modell tot, ich nehme einfach das Modell aus der Mitte und die ganze Linie ist tot. Ja, und man muss ja jetzt sogar, man kann ja jetzt nicht mehr nur mit bloßen Fäusten kämpfen, sondern man muss ja sogar seine fiesen Waffen benutzen. Das heißt, man kann ja nicht mal richtig Damage verhindern, sag ich mal, ne? Wie man das sonst gemacht hat, mit irgendwelchen wilden Sachen, dass man sagt, okay, ich benutze meine Nahkampfwaffen nicht, sondern gebe dem nur so eine Schelle mit der flachen Hand, damit dem nichts passiert. Trap den dann und hau den nächste Runde platt. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Du musst jetzt immer dein E-Hammer nehmen oder was weiß ich, ne? Ja. Wo war die Regel? Hier, ne? If a model is not equipped with any melee weapons, or if it cannot make any attacks of the melee weapon, with any of the melee weapon it is equipped with, then the model makes attacks using a close combat weapon which has the following profile. Vorher hieß das, alle haben das zusätzlich. Irgendwie Ja. so, ne? Also vorher hatte jeder diese Melee Weapon, das hat man oft gesehen, beim Trappen, das heißt beim Umstellen von einem gegnerischen Modell im Nahkampf mit drei einzelnen Modellen von sich selber, konnte man einfach sagen, ich schlag nicht zu und dann mache ich keinen Schaden, dann kann er dieses Modell auch nicht wegnehmen. Und jetzt muss man immer mit dem, weiß ich nicht, dem E-Hammer, den Rending Claws, den Witch Blades und alles Mögliche zuschlagen. Ja, okay. Ich weiß noch nicht, ob das wirklich so, ob man gar nicht mehr einen Kerker hat. Also ich glaube, es wird nicht so oft sein, dass man so sich so an so einem Screen festhält. Aber also ich meine, wir sind ja auch alle immer, also dass man, also die Map ist enger, es gibt irgendwie vielleicht mehr Gelände. Ich kann mir auch schon vorstellen, dass ich irgendwie es schaffe, halt, weiß nicht, irgendwie zwei Fahrzeuge einzukerkern. Oder einfach, weiß ich nicht, doch, weil der Nahkampf irgendwo, du stehst vielleicht auch irgendwie geknubbelt und dann gehe ich halt daran und es gibt ja auch immer noch Doppelfighten und solche Sachen. Ich muss ja nicht immer. Also wir kennen ja alle, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, keinen Schaden auf eine Einheit zu machen, weil man einfach zwei angesagt hat und dann auf die andere schlägt. Also ich glaube, man kann sehr gut Einheiten, also gerade große Einheiten, so benutzen zum Screen, dass man die über Stellungsspiel und über diese Moralmechanik so hinstellt, dass dem Gegner physikalisch unmöglich ist, da durchzugehen und dass gleichzeitig diese Einheit sich automatisch quasi komplett über die Currency-Regel dann hinterher aufbröselt und du halt aussuchen kannst, wo noch Modelle stehen bleiben. Indem du halt, wenn du mindestens ein Modell entfernen musst, kannst du halt dafür sorgen, dass alles vorne, was gescreent hat, einfach stirbt und der Gegner dann im offenen Feld steht. Also es ist relativ einfach zu bauen, denke ich. Ja,
Also ich denke auch Fahrzeuge wirst du noch einkesseln können. So, da gehe ich d'accord. Aber der Rest wird echt sehr schwer werden. Also wir Also hatten. wirklich, du musst so Einheiten erwischen, die du nicht ansagst. So. Ja. Was haben wir denn jetzt? Also das ist jetzt die allgemeine Coherency-Regel. Wo war die ganz am Anfang? Gut, dass das. Seite 4. Warum ist denn mein PC so langsam? So. Allgemeine Coherency und neue der Coherency-Check. Der führt dazu, dass wir es viel schwieriger haben, Sachen einzukesseln. Wir haben Möglichkeiten, eine Einheit einfach auszulösen. Allein schon ohne dieses Stratagem. Und dieses Stratagem führt eigentlich nur nochmal dazu, dass man dann nochmal so eine, weiß ich nicht, so eine Safe-Karte hat, ne? Setzt man doch nochmal Ja, zu. genau. Falls du es dann irgendwie doch mal verkackt hast, deine Einheiten richtig hinzustellen oder irgendwo mal einen Fehler gemacht hast, dann sagst du halt so, okay, mir egal, ich nehme mal hier zwei CP, die habe ich in zwei Runden wieder kostenlos drin. Also, scheiß drauf. Wie Das ist jetzt findet. nicht mehr so, ich habe einen Fehler gemacht, Spiel sofort verloren, sondern so, oh, ich wähle dich. Okay, gehen wir doch mal zu noch einer Regel, die da direkt sehr wichtig ist. Also Engagement Range ist eine neue Regel, die ist schon vorher, also die gab es ja quasi vorher schon. Die hieß nur nicht Engagement Range, sondern das war einfach, okay, in 1 Zoll darfst du nicht sein. Jetzt haben sie dieser 1 Zoll Range einen Namen gegeben und die heißt jetzt Engagement Range und die ist sogar jetzt 1 Zoll horizontal und 5 Zoll vertikal. Das heißt, man darf sich nicht in 5 Zoll zum Gegner oben drüber bewegen, finde ich super interessant, gerade für so Etagen. Also ich kann jetzt quasi mich in die erste Etage bewegen und mein Gegner darf sich nicht unter meiner Etage durchbewegen. Gleichzeitig heißt das aber auch, dass mein Gegner nicht angreifen kann, wenn ich in der oberen Etage bin. Selbst wenn der zum Beispiel kein Fly hat oder auch wenn ich oben die Etage zugestellt hat. Das gab es ja sehr viel. Wie findet ihr die Regel? Findet ihr das gut gelöst? Und findet ihr das, also habt ihr damit jetzt schon irgendwie so eine Schlussfolgerung? Boah, krass, Nahkampf, wie soll das gehen? Na, das ist ja diese ganze Problematik mit dem Wobbly Model und Etagen zustellen und wer kann wo stehen. Das nimmt das ja einfach komplett raus. Wenn du eine Etage zustellen willst, dann musst du die untere Ebene halt zustellen, dass der Gegner sich nicht unter dich stellen kann. Und fertig. Also, du hast jetzt relativ eindeutige Situationen und du hast auch nicht mehr die Probleme mit, oh, die Hausebene ist 3 Komma Zoll hoch und wir haben jetzt einfach gesagt, okay, die Häuser sind halt meistens 6, über 6 hoch, also sagen wir 5 Zoll, weil das ist genau eine einzige Etage. Das ist halt nie mehr und nie weniger. Also ich denke, das löst sehr viele Probleme und sorgt für ein flüssiges, schnelles Spiel, wo man auch selber recht eindeutig seine Modelle hinstellen kann, ohne dass man da jetzt 10 Minuten steht und guckt, wo noch irgendwer aufs Geländer passt oder so. Also. Ich kann noch gar nicht so richtig abschätzen, wie sich das tatsächlich auswirken wird. Und ob man nach wie vor irgendwie Probleme mit so Impossible Charges haben wird. Ich glaube, da lockert sich jetzt einiges auf, durch diese, dass man quasi 5 Zoll nach oben kämpfen kann, ne? Das Lustige ist, das seht ihr gerade gar nicht. Und zwar, wenn ich Fly Units hatte, ich sag mal, ich spiele mal den Eldarath und der Typ ist unten in der Ruine drin. Das ist halt, es wird nicht gesagt über mir, sondern vertikal. Das heißt, ich kann oben auf die Ruine fliegen und die Typen unten verprügeln. Was meinst du damit jetzt? Dass ich gar nicht gezwungen bin, wenn zum Beispiel die Gegner stehen halt irgendwie 1 Zoll vor der Wand und man kann nicht richtig was machen. Ich fliege halt einfach oben auf die Ruine drauf, weil ich ja Fly habe und kann die Typen dann trotzdem attackieren, also im Nahkampf. Weil ich ja auch nach unten attackieren kann. Genau. Also stellst dich in die erste Ebene und schlägst alles auf Erdgeschossebene kaputt. Was natürlich krass ist, wenn der Gegner halt nur Fahrzeuge oder Bikes hat. Dann kann ich halt die Leute unten verprügeln, wenn er mich niemals angreifen kann. Ja, wobei, Doch, er wenn kann der. dich doch auch angreifen, Das ist ja auch weil er das auch in Interessante. 5 Ach so, Zoll ja, stimmt, zustellt. der Kann kann mich sich, das ist natürlich ja auch auch die angreifen. Sache. Du kannst ja Ja. quasi jetzt, also du kannst ja jetzt mit allen Monstern, nicht nur die Monster oder die Fahrzeuge, die keine Base haben, kommst du jetzt in die höheren Etagen. Also du kannst jetzt, weiß ich In die nicht, erste, ja.
Ja, also ich meine, okay, das 5 Zoll ist jetzt gerade, hat sich durchgesetzt, das ist immer nur die erste, weil die immer 3 Zoll so groß sind. Aber man kommt halt schon oben drauf, auch auf so einen Hügel, ne? Also die Frage gibt es halt jetzt nicht mehr, ob man da hochchargen kann oder nicht, sondern du stellst dich einfach unten drunter und bist dann in Engagement Range. Also ja, finde ich gut, würde es eher anders den. betrachten, Manuel. Also, Fun Fact, du hast einen Elderrad, den du oben auf einem riesigen Haus geparkt hast, meinetwegen im zweiten Geschoss, und auf einmal kommt da ein Rhino angefahren, steht auf dem Boden, da du vom Hall misst, ist der Hall so hoch, dass du Ja. mit 5 Zoll noch in die zweite Etage kommst, und auf einmal ist dein Rad gebunden und kann weder schießen noch zaubern. Ja. Und du bist richtig am Arsch. Also, dann stirbt dein Rad an einem Rhino, weil das Rhino in der Nähe von einem Haus stand, wo du in der zweiten Stockwerk irgendwie standest. Also, ich denke eher, dass das Fahrzeuge viel stärker macht, weil es auch eine Imperial Knight auf einmal so nach oben kämpfen kann und so. Imperial Knights hatten das ja als Stratagem, oder? Dass sie 2 Zoll und 6 Zoll bekommen haben als Engagement Range. Nee, die konnten irgendwie so eine komische Hausattacke machen. Zerstampfattacke machen, aber die war halt nicht gut. Aber jetzt können die halt regulär schlagen. Also du musst schon 2 Etagen hochlaufen und Ja, es gibt Ruinen, die nicht hoch genug sind. den Punkt finde ich echt super, Matthias. Also würdet ihr dann sagen, dass das eigentlich Nahkampf wieder stärkt oder interessanter macht? Bei dem anderen waren wir jetzt gerade so ein bisschen Nahkampf, also zumindest so sich vor Beschuss retten ist ziemlich schwierig. Ich finde, es stärkt den Nahkampf. Finde ich gut. Ich sehe Probleme mit so, okay, ich habe jetzt das Trike vor Augen, wo keiner weiß, ob es eine Base hat oder nicht. Also hat das eine Trike von der Base her, kommt es nicht nach oben in den zweiten Stock, aber das ohne Base kommt hoch in den zweiten Stock, das finde ich jetzt schon mal nervig. Ja gut, aber das war vorher schon, war es noch nerviger, weil vorher kamst du halt gar nicht hoch, weil es halt 1 Zoll. Jetzt kommst du immerhin noch in die erste Etage. Und so viele zweite Etagen gibt es vielleicht gar nicht. Wenn ich Also 5 Zoll ist ja auch schon ziemlich hoch, muss man auch sagen, ne? Also Hügel sind meistens sicher. wenn ich Hau über rein. 5 Zoll in Engagement Range komme, ja, also beliebt war ja auch, dass man sagt, okay, ich habe hier jetzt irgendwie eine Screening Unit, die stelle ich irgendwie in die erste Etage, drückt den Gegner damit halt weit weg, dass er irgendwie dann einen 12 Zoll Charge braucht oder so. Wenn die Engagement Range jetzt aber 5 Zoll ist, vertikal, bekomme ich dann den Nahkampf aus dem Drop einfacher hin? Also wenn die jetzt schocken, ne? Ich muss ja nach wie vor den Abstand halten. Aber wenn die jetzt vertikal, also wenn die jetzt irgendwo draufstehen, Das müsste ja ist mein Charge müsste gegen die ja Einheiten dann kürzer? nach Adam Riese oder so, glaub schon. muss man mal Bellmann fragen, weil der hat Ja, sich ich rechne es mal eben aus. der kann ja, habe ich gedacht. Im Grunde hast du einfach Pythagoras. Du hast eine Ja. Hypotenuse, die Ja. hier 9 Zoll lang ist. Mathe 5. Du hast eine Seite, die 6 Zoll hoch ist. Und dann hast du halt die andere Seite. Fünf oder sechs, ja. Nee, 5 Zoll muss hier schon sein. Nee, ich würde mal mit 3 Zoll, 3 und 9 Zoll rechnen. Aber das macht nichts aus, 3 und 9, das hatten wir schon mal. Du musst schon irgendwas haben, was hoch genug ist, damit es in diese 6 Zoll kommt. Damit du Ah, halt diese 9 und 6 forcierst. interessant, also nicht ganz. Aber Kai fragt gerade im Chat, ist das derselbe Shit wie mit dem Smash Captains damals? Ein bisschen hat er Nee. recht, aber guck mal, doch, wenn du jetzt auf dem Haus stehst, das ist 9 Zoll hoch, dann kann ich mich über dich hinschocken und brauche dann nur einen 4 Zoll Charge. Ja. Also wenn du quasi, wenn es Ja, wirklich steil stimmt. wird, wenn es jetzt nicht nur so ist, eigentlich ist es eine gerade Fläche, aber du stehst so ein bisschen auf einem 3 Zoll erhöhten Ding, sondern du stehst halt auf einem 6 Zoll erhöhten Ding. Irgendwie, also auf 6 Zoll hoch auf einer Ruine, dann könnte es halt wirklich viel ausmachen. Also. Ja, aber da finde ich es gut, dass GW jetzt, da sind die Gelände-Rules nicht drin. Ich kann ja schon mal ein bisschen vorgreifen. Es gibt Ja. Gelände-Rules, die sagen, du darfst dich nicht oben auf Kanten stellen. Und du darfst auch nicht in der Luft stehen und sowas. Also, das hatten wir ja Ja. quasi. Es gab ja quasi in der Luft Stehregeln von WTC, ITC, whatever, damit man irgendwelche Charges jetzt machen konnte. Und jetzt gibt's, also, du kannst halt jetzt diese Charges sehr viel leichter machen. Du kannst keine Etagen mehr zustellen, das ist nicht möglich. Es sei denn, die Etage ist über 6 Zoll hoch, also beziehungsweise über 5,1 Zoll hoch. Aber man kann eben nicht, also ich finde das auch gut, ich finde das sehr gut geregelt, gefällt mir total.
Eine Frage an euch. Seht das, das ist als, ist das als einen Zylinder gemeint, der um das Modell quasi 1 Zoll quasi nach außen geht und 5 Zoll nach oben? Oder muss ich mir vorstellen, ich kann entweder 1 Zoll zur Seite schlagen oder 5 Zoll nach oben? Also die nee, das ist ein Zylinder. Ist ein Zylinder? Ja. Das ist die gleiche Formulierung wie vorher die Formation mit dem 2 und 6. Du hast ja auch mal diese kleinen Maßstäbe genommen mit 2 rüber, 6 hoch für Formation. Hier steht ja auch nicht entweder oder, sondern 1 Zoll und 5. Ah ja, okay. Gut. Dann lass uns mal weitergehen. Warte kurz. Also wenn du jetzt eine Einheit hast, die in 6 Zoll Höhe steht und du dazu auf dem Boden mit 9 Zoll Abstand droppst, dann müsstest du, also dann wäre vom Boden bis zur Wand wäre 6,7 Zoll. Und da du ja in 6 Zoll Entfernung wärst, müsstest du noch eine Ebene hoch. Also dann müsstest du nochmal 3 Zoll hoch. Das heißt, du hättest insgesamt eine 10, die du würfeln müsstest, weil du 9,7 entfernt bist. Okay, und wenn ich jetzt einfach nur auf in der ersten Etage stehe und nicht 6 Zoll hoch stehe? Nee, 3 und 9, das macht nicht viel aus. Das habe ich, glaube ich, noch im Kopf. Das war es ja vorher auch schon. Achso, aber da musst du. Doch, hoch, jetzt ne? Macht das einiges aus. Das macht was aus. Weil du die 3 Zoll hoch nicht musst. Ja. Korrekt. Eben. Okay, während Matthias das ausrechnet, mir ist noch aufgefallen, dass sie Holy Within and Holy Within endlich mal auch in den Grundregeln gut erklären. Ich glaube aber, da war keine Änderung drin. Mir ist aufgefallen, dass es kein Entirely mehr in den Formulierungen gibt. Das fand ich auch super verwirrend. Der Regel, also die Regeln sind aber im Prinzip die gleichen geblieben. Was soll ich da noch sagen? Also die Entfernung. Ja, sorry. Matthias, hau rein. Die Entfernung, wenn du in der zweiten Etage stehst und in 9 Zoll auf dem Boden dazu droppst, dann brauchst du einen 10 Zoll Charge und wenn du in der ersten Etage stehst, dann brauchst du noch einen 8 Zoll Charge. Mhm. Also dann bist du halt 8,5 vom Boden entfernt. Da du nur innerhalb von 1 Zoll kommen musst und die Höhe schon automatisch geschafft hast vom Zylinder, bist du sozusagen 7,5 entfernt. Das heißt, du musst eine 8 würfeln. Also heißt, du droppst in 9 Zoll Entfernung und würfelst eine 8, um ranzukommen. Das heißt, du bekommst sozusagen ein Zoll geschenkt. Genau, und gerade für Einheiten, die plus 1 auf den Charge bekommen und mit einer 7 schon dran sind, das hat dann zu 60% schaffst du den Charge auf einmal. Das finde ich doch schon mal eine krasse Änderung. Also, dass man, aber, also wenn du screenen willst, musst du dich schon auf den Boden stellen. Genau, aber das heißt, es ist ein Nachteil, sich ins erste Geschoss zu stellen. Also entweder Boden oder zweite Etage. Mhm. Erste Etage ist schlecht. Aber ich darf doch, wann darf ich kämpfen? Da war doch irgendwas mit einem halben Zoll. Naja, warte mal, genau, da gehen wir mal direkt. Hast du die ein? Das ist dann Nahkampf. Hast du denn da auch so mitberechnet, Belmer? Ja. Okay. Sollen wir da mal. Achso, sollen wir direkt in den Nahkampf mal gehen dann? Das gehen wir sich wieder weiter. Finde ich gar nicht schlecht. Ja. Passend dazu hat sich nicht nur die Engagement Range geändert. Das, was früher 1 Zoll war, ist jetzt 1 Zoll und 5 Zoll. Jetzt hat sich auch geändert, welche Modelle denn kämpfen dürfen. Da ist aber ein wichtiger Unterschied, den glaube ich auch viele gerade übersehen. Ich gehe mal, sag mal ein. Also bei dem in der Fight Phase kennen wir, ist genau gleich geblieben im Prinzip von den Abläufen. Die Überlegung, wer darf zuschlagen, ist aber ein bisschen anders. Einerseits dürfen jetzt alle Modelle immer noch zuschlagen, die in 1 Zoll sind, was ja jetzt Engagement heißt, was damit aber auch heißt, dass ich auch nach oben 5 Zoll schlagen darf. Wenn ich jetzt aber nicht nur mit dem einen Modell zuschlagen möchte, sondern mit einem Modell unterstützen will, dann war es vorher so, das Modell, das unterstützen will, muss in 1 Zoll zu einem Modell sein, das in 1 Zoll ist. Das hieß bei einer 25mm Base, dass ich 4 Reihen an Bases bauen konnte und die konnten alle zuschlagen. Das hieß bei Modellen mit so Space Marine Bases oder Orc Boy Bases, dass ich auch immer noch gut 3 Reihen, eigentlich habe ich immer noch gut 3 Reihen hinbekommen. Jetzt haben wir eine krasse Änderung, das heißt, sobald ich unterstützend sein will, muss ich in 1 Zoll zu einem Modell sein, das nicht nur in Engagement Range ist, sondern das in, nicht sorry, einen halben Zoll, muss ich in einem halben Zoll zu einem Modell sein, das nicht nur in Engagement Range ist, sondern das auch zu einem halben Zoll an den Gegner ran ist. Das heißt, ich habe quasi einen ganzen Zoll verloren für 2 Modelle, die zuschlagen wollen und plötzlich, glaube ich, 3 oder 4, also 4 Modelle geht auf gar keinen Fall mehr und bei 3 Modellen wird es, glaube ich, super schwierig.
Drei Modelle ist unmöglich. Ja. Also die haben es halt im Grunde so gemacht, dass du nicht mehr abusen kannst, dass Modelle mit einer Base, die kleiner als ein Zoll sind, eine extra Reihe bekommst. Also im Grunde, du verlierst Reichweite für Kongas und du kannst, egal wie du es baust, maximal mit zwei Reihen zuschlagen. Nee, warte, Matthias. Also wenn ich sage drei Reihen, meine ich ja, beziehe ich das ja nicht nur auf 1-Zoll-Bases. Also, nee, das ist egal, wie groß das Base ist. Also ich meine halt so ein bisschen verschachtelt. Ich meine halt so was Verschachteltes. Weißt du, dass du halt, also du kannst ja quasi einen Typen in 1 Zoll stellen. Einer schlägt alleine über 1 Zoll vor. Dann stelle ich ein bisschen hinter ihn. Der steht dann quasi so auf seiner halben Höhe. Der ist dann in 1 Zoll. Und dahinter stelle ich dann den anderen Typen. Und dann habe ich so drei Modelle irgendwie da so reingemacht. So hat man das mit den großen Bases auch hingekriegt. Die konnten natürlich auch nicht in einer geraden Linie in einer Dreierreihe stehen, aber schon in so einer verschachtelten. Da ging schon recht viel. Okay, ich verstehe, was du meinst. Also mit 25er Millimeter Bases kriegt man noch drei Reihen hin. Dadurch, dass die erste Reihe selber zuschlägt, die dritte Reihe in Unterstützung zur ersten Reihe und die zweite Reihe in 1 Zoll selber ist. Also kriegt man 3 statt 4 Reihen hin. Und bei allen anderen Bases halt 2 statt 3. Ich finde Kaios Kommentar gerade ganz gut, dass man eigentlich hier den TTS auch machen müsste. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das. Also könnten wir vielleicht noch machen, aber ich glaube, in der Theorie haben wir es schon mal. Weiß nicht, wollen wir das jetzt zeigen oder lieber weiter quatschen über Regeln? Wir machen nochmal einen anderen Stream, wo wir das dann ganz in Aktion zeigen. Dann haben wir das auch schon auf dem Tisch ausgetestet. Also man verliert mindestens eine Reihe, die man vorher nicht mehr hatte. Und das ist natürlich erstmal krass. Welche Regel würdet ihr als nächstes angehen? Ich habe noch mal eine Frage zu der Engagement Range. Also hier steht, wenn ich Close Combat Attacks mache, dann dürfen nur Models in der Unit kämpfen, die in Engagement Range sind. Oder die in einem halben Zoll von einem anderen Modell der eigenen Einheit sind, die selber in einem halben Zoll einer gegnerischen Unit sind. Genau. Also wenn du jetzt... Aber wenn ich in Engagement Range bin, ne? Jetzt nehmen wir mal diese 5 Zoll Blase. Dann bin ich doch sowieso mit viel Zeug schlagend, oder nicht? Oder verstehe ich das gerade falsch? Nein, ist ja modellweise. Ist doch modellweise. Also wenn du jetzt nur ein Smash, du guckst dir jetzt nur deinen Smash-Captain an, ja? Also dein einzelnes Modell. Dann hast du den neuen Nahkampfregeln quasi nur 5 Zoll nach oben gewonnen. Ja. Sobald du aber mit mehreren Modellen, und wenn du jetzt eine 5er-Einheit hast, wo quasi jedes Modell problemlos in 1 Zoll zum Gegner kommen konnte, dann hat sich auch nichts geändert. Dann hast du nur jetzt mehr Range bekommen, sogar noch nach oben. Wenn du jetzt aber anfängst, deine Modelle unterstützen zu wollen, das heißt, du willst mehrere Reihen bilden, dann musst du plötzlich mit viel näher ran. Das heißt, du hast nach vorne einen halben Zoll gewonnen, wo du näher ran verloren, wo du ran musst, und du hast nach hinten einen halben Zoll verloren, wo du auch näher ran musst, um zu unterstützen. Ja, okay. Okay, alles klar. Was mir jetzt aber dazu gerade noch einfällt, ist ja diese Höhe von 5 Zoll. Das heißt, du hast bei Modellen, also bei Höhlenmodellen, die keine Basen haben, wie Panzer oder so, die irgendwelche Sachen haben, die nach außen zeigen, kannst du auch relativ gut abusen, damit du sagst, okay, ich stelle mich mal unter das Rohr, während meine Typen da hinten am Modell sind. Dann bin ich ja trotzdem in der Engagement Range. Bei dem Panzer nämlich jedes, also ach so, jedes Fahrzeug ist ja dann das Modell und ich stehe halt mit einem Typen halt am Fahrzeug dran. Und die unterstützenden Leute stehen halt alle unter dem Rohr. Das stimmt, ja. Okay. Gehen wir mal weiter. Also ich habe da noch... Ich habe direkt eine Frage. Noch, ja. Dingsbums. Erzähl's mir. Sichtlinien ziehen. Ist mittlerweile geklärt, ob das Base zum Model gehört? Stand da irgendwas drin? Ich glaube enttäuschenderweise nämlich nicht. Immer noch nicht. Ich glaube aber ganz oft wird die Base mit erwähnt. Ja. Also wenn zum Beispiel, wenn es um Deckung oder so geht, hieß es, das ganze Modell inklusive Base muss zu sehen sein.
Ich weiß jetzt nicht. Hast du eine Suchfunktion in dem PDF? Wenn ja, dann drückt man Steuerung F und dann Base. Kommt nur bestimmt 50 Mal vor. Also, ich finde es halt irgendwie frustrierend, dass da nirgends steht, the base is considered as part of the model. Oder halt eben nicht. Das sind so ein bisschen Sachen, die hätten wir uns noch gewünscht. Ne? Viele Klarstellungen. Sight ist nicht drin. Gibt es keine Line of Sight? Light of Sight gibt es auf jeden Fall nicht. Line of. Hä? Okay. Müsste es doch eigentlich geben. Mach mal Range, ob das überhaupt funktioniert. Was wollt ihr jetzt eigentlich schauen hier? Ob man. Ihr wollt jetzt wissen, ob. Wir sind auf Seite 15. Seite 15. Okay. Unten rechts. Und da steht nur. Any part of the target. Und ist das Base ein part of the target? Ist jetzt, glaube ich, die Frage. Übrigens, ja, dann sind wir schon dabei. Also, ich würde gerne noch versuchen, die Änderungen hier irgendwie alle mal aufzuschnappen. Also, hier ist eine klare Änderung, die für uns sozusagen WTC-ITC-Spieler keine große Änderung ist, aber die vorher im Regelbuch nicht stand. Nämlich hier ist jetzt klargestellt, dass man bei den Sichtlinien bei der Zielwahl im Beschuss sowohl zu demselben Modell als auch zu demselben Modell sowohl die Sichtlinie als auch die Range messen muss. Das ist nämlich jetzt hier in einem Satz zusammengefasst. Und vorher war es so, dass man einfach die Unit sehen und in Range sein musste und damit konnte man halt komischerweise, weiß nicht, so ein Fitzelchen von dem letzten Modell hinterm Lost Blocker sehen, aber die Range zu dem Modell ziehen, was ganz vorne irgendwie in dem Lost Blocker stand, also in der Ruine oder so. Das ist jetzt geklärt. Und das finde ich, das sind so für mich so ein paar Sachen, wo ich denke, ja cool, das ist jetzt mal drin. Das gefällt doch. Ansonsten hat sich, glaube ich, an Select Targets nichts geändert, ne? Doch. Was, genau, ja, da hat sich was geändert. Und zwar konntest du damals sagen, ich schieße auf eine Unit, gucke, ob ich in Reichweite bin zu dem nächsten Modell und das musste nicht in Sicht sein. Jetzt muss es in Sicht und in Reichweite sein. Genau, das meinte ich ja gerade. Das ist hier bei Select Targets in der Shooting Phase. Okay. Was sich aber auch geändert hat, ist, dass ich jetzt illegale Ziele anwählen darf. Ich muss sagen, ich weiß gerade nicht mehr genau, wo das steht. Das ist bei Fahrzeugen, die in den Nahkampf reinschießen möchten. Die dürfen das Ziel ansagen, also illegale Ziele, also alle Ziele, die nicht mit ihnen selber im Nahkampf sind, dürfen sie ansagen. Dafür müssen sie aber mit ihren anderen Waffen vorher die Einheit getötet haben, mit der sie im Nahkampf sind. Ansonsten verfallen die Schüsse. Ist das denn ist keine allgemeine Regel oder ist das nur durch diesen Satz hier bei der neuen Fahrzeugregel geklärt? Ich habe mich nämlich gefragt, ob man das jetzt auch quasi bei Charaktern anwenden kann und sowas. Also vielleicht sage ich mal kurz die Regel. Die Regel sagt, also Fahrzeuge dürfen jetzt durch die neue Big Guns Never Tire-Regel in ihre eigenen Nahkämpfe schießen, auch wenn da andere freundliche Modelle noch drin sind. Mit der einzigen Einschränkung, dass sie das nicht mit Blast Weapons machen dürfen. Das ist eine neue Waffengattung, auf die wir auch noch gleich eingehen. Und wenn es schwere Waffen sind, kriegen sie -1. Da haben sie aber eine Zusatzregel, die ist hier blau markiert, dass wenn sie ihre Ziele ansagen, dürfen sie auch ein Ziel außerhalb des Nahkampfs ansagen. Und wenn sie dann mit den ersten Schüssen diese Einheit, mit der sie im Nahkampf sind, töten, mit der sie im Nahkampf sind, erschießen, dann dürfen sie noch auf das andere Ziel schießen, was sie auch angesagt haben. Also Beispiel wäre irgendwie, ich bin mit 2 Grotzen im Nahkampf mit meinem lieben Russ. Dann nehme ich erst meine 2 Heavy Flamer, sage die auf die Grotze an und danach nehme ich meine Battle Cannon und schieße damit auf, keine Ahnung, den Truck dahinter. Habt ihr das noch irgendwo anders gefunden oder nur hier? Nur da. Bisher nur in dem Abschnitt. Krass, okay. Schade, ich hatte gehofft, weil mich hat es immer so genervt, dass man irgendwie, du stehst irgendwie vor einem Charakter, aber es steht noch genau ein Intercessor mit einem Leben und du kannst halt nicht auf den Charakter dahinter ansagen. Du musst halt alles erst in mit der einen Einheit erst in den Intercessor schießen. Hätte ich irgendwie passender gefunden. Ist halt die Frage, ob du das ob da irgendwie so eine Grauzone ist, dass du den Charakter mit einem Fahrzeug ansagen darfst, wenn die einzige Einheit davor die ist, die mit dir im Nahkampf gebunden ist und du die dann abknallst.
Was ist denn da? Note, if the vehicle or monster is in one region, you can still choose targets that are not within engagement range. Nee, das löst nur, das hebt nur die Engagement Range Regel auf und nicht die Charakter Regel. So sehe ich das auch. Ja. Okay, wir haben viel Nahkampf besprochen. Wie findet ihr denn jetzt hier die Big Guns Never Tire Regel? Finde ich cool. Ich finde die gut. Finde ich auch gut. Ja. So, die Vehicle werden dann nicht mehr einfach, ja, von so einem Guardsman irgendwie weggeblockt. Mal ganz, ganz salopp gesagt. Sondern man hat dann nochmal irgendwie was dagegen in der Hand, ne? Und es reicht halt nicht, nur so irgendwie zwei versprengte Truppmitglieder noch irgendwo ranzubringen und dann zu sagen, so, hahaha, da, ja, das war's für dich. Sondern jetzt gibt's halt auch tatsächlich eine realistische Gefahr, dass eben so Bröselreste tatsächlich weggenommen werden und die Knarre ganz normal weiterschießen kann. Auf das Ziel, wo sie eigentlich hin will, ne? Also macht schon Sinn. Also. Lohnt sich denn, kommt aus dem Chat, lohnt sich denn das Abbinden noch überhaupt? Es kommt halt drauf an, mit wie viel man abbindet, ne? Also man kann halt mit 10 Guardsmen Lehman Russ abbinden. Und wenn du dann, klar, wenn die 10 Guardsmen kannst du halt nicht mal eben schnell mit 2 schweren Boltern töten. Es ist ja auch deutlich einfacher. Aber wenn du halt nur einen Guardsman dran hast. Was ist, Yannick? Es ist ja auch deutlich einfacher jetzt zu binden, weil halt nicht mehr jeder Hans und Franz Abwehrfeuer schießt. Also im Grunde änderst du von, dass der Gegner gar nicht schießen darf, änderst du es dahin, dass du ihm diktierst, worauf er schießen muss. Also es ist halt. Und meist auch noch ganz so extrem. Eins, ne? Also viel, die genau. Meisten Waffen sind ja von den Fahrzeugen auch heavy. Genau. Ich muss auch sagen, was ich, also ich weiß nicht, das ist natürlich krasser, wenn die gar nicht schießen dürfen, aber wenn ich es irgendwie, also wenn ich mir überlege, mit was man Fahrzeugen auch oft mal abbinden kann, oder wenn man einfach den Schaden irgendwie auf irgendwelche Giganten ziehen kann, das hilft halt zum Beispiel Tyranniden extrem, weil die dann einfach, wenn du dann nicht auf deine dicken Monster schießen kannst oder sowas. Also nicht, dass man die jetzt bisher viel gesehen hätte, aber das könnte man sich ja in Zukunft irgendwann mal vorstellen. Ich finde, man muss auch sagen, dass... Man muss jetzt auch bedenken, ja, dass die Fly-Panzer oder so auch nicht einfach mehr rausfliegen können und dann schießen. Oh, das ist die nächste wichtige Einstellung, halt, ja. Natürlich sagen, okay, ich binde jetzt auch nochmal die Antigravpanzer der Tau ab oder irgendwelche Serpents. Wo ist denn das bei Move, ne? Also ja, generell Fly-Units. Riptides, Crisis. Ja, dafür dürfen Riptides in den Nahkampf reinschießen. Ja, toll. Mit, auf den Guardsman. Auf den Guardsman. Mit minus 1 to hit, oder nicht? Ja, ja, aber ja. Du schießt dann und ja, du kannst dich mit Marker. So, Fly. Okay. Aber man muss sagen, dass schwere Waffen, die schwere Waffenregel, wo wir jetzt schon da sind, hat sich ja auch geändert, dass nur noch Infanterie minus 1 bei Bewegen kriegt. Ja. Ich finde das krass. Also ich finde, das ist eine extreme Änderung. Vorhin weiß ich, dachte auch als erstes, es soll nur für Fahrzeuge sein, aber es hat natürlich auf Fahrzeuge eine starke Auswirkung, aber es betrifft natürlich auch irgendwie Jetbikes, Battlesuits, alles Mögliche, was halt kein Fahrzeug ist. Monster. Ja. Ja. Ja klar, Scatterbikes, ne? Die das Scatterlaser kaufen. Also ich muss sagen, ich finde das, also erst dachte ich, cool, ohne minus einschießen, finde ich für zum Beispiel Ada, was man eben auch schon immer mal gesehen hat, irgendwie viele Fahrzeuge mit Fly oder die Jetbikes finde ich erstmal sehr stark. Aber dann im zweiten Schritt denke ich mir, oh fuck, wenn er jetzt einfach meine Ada-Fahrzeuge abbinden kann, weiß ich gar nicht, ob ich nicht das andere besser finde. Weil, das Problem ist ja auch, je nachdem, mit was du mich abbindest, ne? Sagen wir, ich habe da jetzt einen Nightspinner. So, der war vorher eigentlich ein guter Schirm. Jetzt bindest du mich damit ab und es sind nur Guardsmen. Okay, dann denke ich, ja, es ist scheiße, weil ich kann nur mit minus 1 auf die schießen. Ich weiß, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, die Waffe von dem Nightspinner ist sogar eine Blast-Weapon. Dann kann ich mich noch nicht mal wehren. Aber sagen wir mal,
ich könnte mich jetzt mit meiner Beschusswaffe noch wehren. Das ist natürlich jetzt okay, ich habe halt ein bisschen weniger Schaden und du hast den Schaden auf eine bestimmte Einheit gelenkt. Aber was ich noch viel schlimmer finde, ist, dass ich ja dann auch im Nahkampf bleiben muss. Also eigentlich, wenn ich im Nahkampf bin mit etwas, will ich meistens immer wieder rausgehen. Ja. Also ich finde jetzt gerade auf einmal sowas wie Höllenhunde so also total attraktiv, die einfach nach vorne fahren. Wenn es mich im Nahkampf ab, keine Ahnung, ich habe Flammenwerfer. Also. Ja, du kannst richtig offensiven Screen spielen damit. Ja, so ein Malpret oder komm so. Komm halt her. Fuck Blue Flamer, ab. Egal. Ich treffe die Autos. Ich dir noch einmal Abwehrfeuer in die Fresse. Aber Leute, wartet mal. Also ich weiß jetzt noch nicht genau, welche Einheiten man dann so sehen wird, aber wenn ich mir jetzt überlege, mein Elderacht, ja, der hat jetzt einen 3er Retter, 5er Phenopain. Weiß nicht, dann charge ich halt deinen Höllenhund. Klar kriege ich dann jetzt von dem, weiß nicht, vielleicht kriege ich das Abwehrfeuer, vielleicht kriege ich es nicht, weiß nicht, ob du dafür die CPs ausgibst. Und ich kriege auch noch deinen Beschuss von deinem Höllenhund. Aber ich kriege ja den Beschuss von deiner ganzen anderen Armee nicht. Ja, ist vollkommen richtig. Also der Vorteil, dass man von allem anderen, was nicht in diesem Nahkampf ist, nicht beschossen wird, ist, finde ich, immer noch enorm. Ja, aber dann kannst du im Notfall ja noch rausfahren. Ja, das stimmt. Also. Das kannst kann du. Kann ich mit dem neuen Fallback-Stratagem eigentlich auch Fahrzeuge sterben lassen? Ja. Also ja, nicht, ne? Sterben lassen, sondern du kannst halt, also vielleicht gehen wir da mal drauf ein, also es gibt eine Reihe von neuen Stratagems, die sind hier in dem Grundregelbuch, das GW veröffentlicht hat, noch nicht drin. Davon ist eins, das aber, das man schon auf der Webseite gesehen hat, dass man für 2 Command Points, oder? Das waren, glaube ich, 2 Command Points? Ja, 2 CP. Einmal einen Fallback-Move machen kann, der alle gegnerischen Einheiten einfach ignoriert, mit dem einzigen Nachteil, dass man danach für die Anzahl der Modelle, die man hat, würfeln muss und dann für jede 1 ein Modell verliert. Was natürlich bei einem Fahrzeug dann quasi ein Wurf ist und wenn man dann eine 1 würfelt, hat man halt, weiß ich nicht, den Höllenhund zerstört. Oder, wichtiger Zusatz, wenn man nicht außerhalb von 1 Zoll kommt, ist man einfach zerstört. Das heißt, man wird auf keinen Fall niemals nie abgebunden damit. Auch wenn einem die Wege komplett zugestellt wären, ja? Also wo man auch platziert werden könnte. Ja, super wichtig, ja. Ja. Das ist schon wild. Ist schon wild, ja. Ich hab's grad schon was da auch noch wichtig ist, also 2 CP, man kann diesen Wurf nicht wiederholen. Also die Commodity Rules haben sie ja auch geändert. Stimmt. Ja. Sehr wichtiger Zusatz. Also der Celestine steht nicht nach einer Commodity Rule geht jetzt nur noch für Trefferwurf, Verwundungswurf, Damagewurf, Save, Invulnerable Save, Ziehtest, Bandtest, Chargewurf, Advance. Und Advance-Wurf. Und interessanterweise bei den Ziehtests, Bandtest und Charge-Wurf ist es immer, du musst den ganzen Wurf wiederholen, oder? Nicht, du darfst einen davon wiederholen. Und du darfst die Anzahl der Waffen. Achso, das auch. Die Anzahl der Schüsse einer Waffe. Ich finde es total lustig, weil eigentlich, das sind alles die Würfe. Nee, warte. Also ich glaube, ich habe von diesen Sachen noch. Also. Super selten was benutzt. Also so beim Ziehtest habe ich schon öfter mal gemacht, aber selbst da eigentlich immer auch nur, wenn ich dann den einen Wurf, wenn ich quasi irgendwie, weiß ich, habe irgendwie eine 5 und eine 2 gewürfelt und das hat nicht gereicht, dann habe ich irgendwie die 2 versucht zu wiederholen. Aber also ein Save zu wiederholen, ein Damage zu wiederholen, das ist eigentlich immer so, den man gar nicht machen, das lohnt sich gar nicht. Das ist sehr situativ, ne? Ja. Wie seht ihr das? Also glaubt ihr, man benutzt denn jetzt überhaupt noch den Wurf? Den Commodity Roll? Ja. Vielleicht. Charges? Achso, ja, für so nicht Orks. Ja, auch Namen finde ich auch wichtig. Ja, die W6 Schuss von einem Kastellan würde ich doch schon wiederholen wollen. Oder sowas. Weil du jetzt ja auch 12 CPs hast mit deiner Neidliste oder sowas. Hier, guck mal zum Beispiel, den Savior-Protokoll-Wurf kann ich auch nicht mehr wiederholen. Ja, finde ich auch wichtig. Das ist auf jeden Fall einer der Würfe, die habe ich regelmäßig wiederholt. Weil das gar nicht so selten vorkommt, dass das wirklich entscheidend ist. Auch das Wiederaufstehen von Knights. Ja, oder Celestine oder Robert. Man hatte eigentlich auch immer bei diesen Sachen, ne, so, das funktioniert in 75% der Fälle. Weil es war eigentlich ein 4-Plus-Wurf, aber dann hat man den CP-Viewer schon eingerechnet.
Das finde ich aber eigentlich auch schade, dass das nicht geht. Ich finde halt, so ein Gullimann stirbt dann doch mal oder halt, das ist schon etwas, was das Spiel ganz schön kippen lassen kann. Das fand ich bei diesem Command Reroll immer da ganz gut, dass man dann doch so auf der sicheren Seite ist. Dass halt so ein 80% Wurf doch klappt und nicht auf einmal in die Hose geht und das Spiel verloren hast. Deswegen finde ich es schade, dass das weg ist. Ich muss auch sagen, ich finde es, also ich fand es halt auch immer, es kostet halt auch wirklich was. Ne? Das ist halt deine CPs, die sind halt eine knappe Ressource und die packst du halt da rein und so kannst du auch immer so Gewichte legen im Spiel selber. Als Spieler kannst du halt viel damit sagen, nee, das ist jetzt super wichtig, dass ich diesen T-Test schaffe oder diesen Bannwurf und dann schmeiße ich da auch die CPs rein. Ja, schade, dass es das gibt. Aber denkt ihr nicht vielleicht, dass das so ein bisschen, ja, weiß nicht, ob das ein so ein Balancing-Aspekt ist von GW, dass sie halt sagen, nee, wir wollen halt auch, dass das in ein Sechstel der Fälle nicht klappt oder so. Also, weil das, klar, macht halt, das macht halt das Design ja schwieriger. Ne? Das macht das Design halt schwieriger. Wenn du halt immer hast, noch irgendein anderes Strategy, was da irgendwie reinbringt. Ne? Das ist so genau wie mit den ganzen Buffs bei Chaos oder so. Weißt du, so Kultisten sind voll okay, aber dass du halt 20 Buffs auf die machen konntest, war halt nicht okay. Also, ja, zu den Zeiten, wo man die so gespielt hat. So. Ich glaube, es macht das Game Design für GW ein bisschen einfacher, weil sie nicht noch diese Eventualitäten auch noch mit einrechnen müssen. So, ja, oh, was ist, wenn jetzt da jemand den CP-Reroll noch drauf machen will. So bei Vect zum Beispiel. Ja, ich denke, das ist da auch noch ein Faktor mit. Oder, keine Ahnung, Celestine ist halt doppelt so stark, wenn sie nahezu sicher wieder aufsteht. Oder Mike schreibt doch gerade bestimmt einen Fahrzeugexplosionswurf, den darf man auch nicht mehr wiederholen dann, ne? Ja, nee. Vor allem, wenn so ein Knight explodiert oder die Primaris-Fahrzeuge. Ja. Ja. Also oder da ja sowieso gerade Vehicles auch gerne gebubbelt stehen, wegen diverser Buffs hin und her, erwischt das ja meistens dann auch Charakter mit, ne? Also das finde ich auch super hart, weil irgendwie du hast halt bubbeln können mit Fahrzeugen, weil du halt wusstest, es passiert nur in einen von 36 Fällen. Und wenn du sagst, den CP will ich nicht ausgeben und du hast nicht die Buffs, die du haben musst, also so ging es mir zum Beispiel mit den Orks immer so, dann habe ich mich halt immer aus der Explosionsrange rausgestellt mit allem, wo das blöd ist. Weil ein Sechstel der Fälle ist halt gar nicht so selten. Kann man, also, weiß ich nicht, Manuel, du hast auch viel Astromeditarum gespielt. Würdest du dich jetzt überhaupt noch bubbeln? Weil ich meine, wenn dein lieben Rust stirbt, dann stirbt der Astropath, der Company Commander. Von dem Raymond Russ habe ich gar keine so große Angst, der macht D3 Runden. Wichtiger ist halt so bei einer Space Marine Armee, die ganzen primaren Bots und auch der Impulsor, die haben halt W6 Mortal Wounds. In welcher Reichweite? 6 Zoll. Das ist dann so, wenn der Tech Marine will gar nicht mehr nah an das Fahrzeug ran. Nee, der ist... Ja, aber er muss, damit er geschützt ist. Ja. Stimmt, der muss in 3. Ja, er muss. Also gerade für die ganzen 2-plus- oder 6er-Würfe ist es halt krass, wenn das einfach statt einem Sechstel, also jetzt ist einfach 16% oder halt ein Sechstel, ja, anstatt vorher so 2-3%. Also es sind halt Welten. Mhm. Also jetzt passiert dir das halt mindestens einmal im Spiel und vorher irgendwie so vielleicht einmal im Turnier, wenn überhaupt. Gehen wir direkt, wo wir das waren. Das haben wir nämlich noch nicht gemacht. So, die neue Charakterregel. Also neben dem Korean Sea-Check und der Fahrzeugregel, glaube ich, eine der größten Änderungen, die Regel, wie man jetzt im Beschuss mit Charakteren umgeht. Die heißt Lookoutso! Ist sie schon immer so, Lookoutso? Ja, ne? Ich gehe mal. Ich glaube, die Regel gab es damals in Fantasy schon, wo ich mit Großkanonen auf Leuten in Einheiten geschossen habe. Da, Lookoutso. Da muss man auch so sagen, die ist noch ein bisschen buggy. Ich glaube, wir sind uns aber alle einig, dass klar ist, wie es gemeint ist. Ich lese sie mal vor, damit wir das einmal parat haben. Also, wir haben es auch alle auf dem Screen, ja, kann man auch sehen. Okay, also, Models cannot attack a unit that contains any character models with a wound characteristic of 9 or less with a ranged weapon while that unit is within 3 inch of any other friendly vehicle or monster unit or while it is within 3 inch of any other friendly units that have 3 or more models. Unless
That character is both visible to the firing model and it is the closest enemy unit to the firing model. Den Satz danach können wir uns ignorieren. Ignore other enemy models with the rune characteristics of 9 or less when determining if the character, the target is the closest enemy unit to the firing model. Was heißt das? Ich kann auch vorne im Panzer stehen und kann es wenig beschießen. Nee, das nicht. Also erstmal, wir haben jetzt den Zusatz von 3, man muss in einer bestimmten Range sein. Früher ging es nur darum, wer ist näher. Jetzt musst du in 3 Zoll zu einem Vehicle sein oder zu einer Einheit, die mehr als 3 Modelle hat, mehr als 2 Modelle hat. Also zum Beispiel diese 2er Drohneneinheiten von dir, Yannick, die kannst du dir mal schön in deine Kiemen schieben. In die Sexstirn. Das heißt, man muss jetzt die immer quasi screenen mit Einheiten. Und du musst auch, ich weiß noch nicht genau, muss man mit der Einheit davor stehen? Nee, das war so ein bisschen ein Bug, ne? Doch, du darfst auf den Charakter erst schießen, wenn du visible bist und closest enemy unit. Steht da doch, oder? Genau, aber ist die Frage, muss die Einheit, die in 3 Zoll sind, auch closer sein oder muss nur allgemein der Charakter nicht die closest unit sein? So, jetzt lesen wir es alle nochmal. Können ihn nicht targeten, wenn das ist. Ja, also du kannst auch den Charakter vor dem Ding stehen. Ja. Solange irgendwas anderes, also hat Fennec ja auch geschrieben, solange irgendwas anderes vorne noch davor steht. Aber es reicht, wenn der Typ, der Charakter, vor dem Auto steht. Er muss ja nur in 3 Zoll sein. Ja. Solange er nicht das nächste Ziel ist. Okay, ich mal wieder ein bisschen. So, also, wir haben hier den Charakter Yannick. So. Und außerdem haben wir hier den. Hier ist der Fred. So, Fred möchte auf Yannick schießen. Wer nicht? Wann darf ich das? Ich muss in 3 Zoll zu einem Vehicle sein. Also machen wir mal hier ein Vehicle hin. So. Wenn wir jetzt die Situation haben, also wenn diese Distanz jetzt mehr als 3 Zoll ist, ist auf jeden Fall sowieso klar, ich kann auf Yannick schießen. Ja. Wenn diese Distanz jetzt 3 Zoll ist, dann könnte es sein, dass er mich deckt. Aber dieses Vehikel steht jetzt hinter mir, diese Distanz zwischen Fred und dem Vehikel. Das Vehikel heißt Manuel. Bitte? ist nicht real. Aber wenn ich jetzt hier vorne noch eine Dreier-Einheit aus Bellmanns habe. Das ist ein Elite-Squad. Genau, der Elite-Squad. Die hier das sind ist aber, eigentlich das Kanonenfutter, deswegen stehen die vorne. Und die hier sind jetzt 4 Zoll von dem entfernt. Dann kann Fred nicht Yannick beschießen. Korrekt? Ja. Wenn jetzt aber eine von diesen Einheiten weg ist, weil ich halt hier einen Super Fred habe, ja, Super Fred der Repulsor. Und der schießt jetzt. Der mit den Shock-Attackern. Der sagt jetzt nicht einfach, der schießt jetzt den Panzer Manuel weg. So. Ja. Und dann habe ich niemanden mehr in 3 Zoll und werde richtig ehrenlos weggenommen. Dann bin ich nicht der Closest, weil ja steht hier, die Bellmanns stehen ja hier. Aber die Bellmanns sind halt nicht in 4 Zoll. Das heißt, ich kann dich beschießen. Ja. Interessant. Glaubt ihr auf den Bug, den kann ich gleich mal nochmal aufmalen, aber ich finde, das ist eine. Also, nachdem ich mir die Missionen angeschaut habe, ich finde das eine sehr starke Änderung in Bezug auf, wie man so seinen Homemarker hält. Weil früher war es immer super klar, dass du einfach sagst, ich stecke hier einen Charakter hin, der steht vielleicht auch noch außer Sicht und dann kannst du diesen Marker nicht wegkriegen. Jetzt ist es, ich stelle hier 5 Bellmanns hin. Und wenn ich irgendeine Waffe habe, die 5 Bellmanns töten kann, die am besten nur noch indirekt schießt, dann ist dein Marker hinten plötzlich also echt bedroht. Ja, so, auf jeden Fall. Ja,
Sagt mal eure Meinung. Was denkt ihr? Man wird sich auf jeden Fall irgendwie was Stabileres ins Backfield stellen müssen, wahrscheinlich. Weil Backfield Objectives sicherlich noch ein Thema sind, oder? Weil die Mission habe ich mir im Detail noch nicht angesehen. Ja, die Mission, man muss dazu sagen, also es gibt Missionen für verschiedene Punktgrößen von GW, die waren in diesem League. Und die haben, also ist noch nicht klar, wo jetzt genau die rauskommen, ob die aus diesem, also ob die einfach aus dem Grundregelbuch waren oder ob die aus diesem Grand Tournament Buch waren. Und es könnte auch sein, dass im Grand Tournament Buch nochmal andere Missionen drin sind. Aber in dem, die wir jetzt haben für 2000 Punkte, da sind immer feste Marker. Da spielt man immer quasi Hold More und man punktet immer erst zum Beginn seiner Runde. Das heißt, okay, also man will überleben. Das heißt, du musst, wenn du auf den Marker rennen und da einfach quasi noch schnell dein C draufstellen mit irgendwie 10 Grotzen oder sowas, das bringt dir überhaupt nichts. Also das bringt dir zumindest nichts zum Scoren. Das bringt dir aber vielleicht genau dafür was, wenn du den Gegner am Scoren hindern willst. Nee, Charakter decken sich nicht gegenseitig. Genau, und hier ist wo die Frage gerade im Chat kommt. Also es gibt einen Bug. Den Bug kann ich mal ganz kurz erklären. So, wir haben jetzt hier nicht Panzer Manuel, ja? Ist übrigens der Cousin von Panzer Mike. Wenn wir jetzt hier Yannick, der Cybot, ja? Das ist Yannick, der Cybot. Und hier steht Manuel, der Cybot. Das sind beides Vehicles. Also eigentlich bin ich der Tech Marine und Yannick ist der... Also nee, andersrum. Also hier sind die beiden Monster, Yannick und Manuel. Ja, das sind beides Monster, sind beides Charaktermonster mit weniger als 10 Lebenspunkten. Dann, weil hier leider in dem letzten Satz nur von der Reichweite die Rede ist, also Closest Enemy Model, können die gerade die Bedingung erfüllen, dass man jemanden in 3 Zoll hat, der entweder 3 Modelle hat oder ein Monster ist. Und damit ist es halt zum Beispiel möglich, jetzt ganz konkret, 2 Chaplain Dreads nebeneinander zu stellen, eine Scout-Einheit weiter vorne hinzustellen, die nicht in 3 Zoll zu sehen sind, sondern irgendwo anders auf dem Feld, aber halt näher zur schießenden Einheit. Und dann können die beiden schießenden Einheiten nicht auf die beiden Chaplain Dreads schießen, weil die sich quasi selber in 3 Zoll befinden und dann quasi so decken. Das wird aber, glaube ich, ganz einfach schnell weg-FAQ'd, indem die halt hier einfach reinschreiben, within 3 inch of any other non-character vehicle or monster unit. Und dann und non-character friendly unit that have 3 models or more. Und dann ist das halt geklärt. Weil dann gibt es halt nicht die Chance, dass du dich von etwas decken lässt, was auch gedeckt werden kann. Und ich glaube, ja, also ich würde es auch direkt gar nicht so spielen. Ignoriert das einfach sofort. Fangt nicht euch mit Chaplain Dreads gegenseitig zu decken. Das wird auf jeden Fall weg-FAQ'd. Ja. Forge World ist eh bald egal, weil alle Regeln, die Forge World, oder Forge World schreibt keine Regeln mehr, die Regeln werden alle von GW geschrieben. Genau, und der Chaplain Dread ist vielleicht eh kein Charakter. Also vielleicht ist er noch ein Charakter, vielleicht kriegt er ein Leben mehr, vielleicht, weiß ich nicht. Noch irgendwelche Fragen im Chat? Genau, nee, also Dämonenprinzen decken sich eben nicht. Obwohl doch, genau, Dämonenprinzen geht dasselbe. Jetzt wäre jetzt Yannick der Dämonenprinz und Manuel der Dämonenprinz, die könnten jetzt hier gedeckt sein, wenn hier vorne 3 Nörglinge stehen. Das würde quasi gerade auch noch Rules as written gehen, aber es ist sicher nicht so gewollt und ich würde davon ausgehen, dass es nicht so ist. Bell Nörglinge. Ja, ich finde das echt krass. Ich frage mich, also ich finde die Auswirkung auf Scoring wirklich am krassesten, weil, also ich persönlich mit Elder, aber auch mit Orks und also auch mit Tau und so, da hast du so oft mit Charaktern gescored und konntest dich mit den Charaktern immer irgendwie nochmal irgendwie so schön platzieren, weil du hattest ja auch so total die Freiheit. Du musstest einfach nur immer ein bisschen weiter was vorne haben zum Gegner und schon konntest du quasi mit dem Charakter sagen, ja, ich habe hier quasi das ganze Backfield
Ich kann hier stehen, wo ich möchte. Ist egal, ob ich offen stehe oder nicht. Ja, der hat auch gut geschirmt immer. Genau, der hat auch super geschirmt. Also der beste Schirm war ja hinten zwei Charakter, beide mit 9 Zoll Bubble, um den also quasi mit 9 Zoll den Deep Strike rausmachen und haben quasi, was haben die zugestellt? 24 Zoll Fläche oder so, wenn man die quasi den Radius misst. So. Aber jetzt werden natürlich wieder Flugzeuge und indirekte Waffen interessanter. Warum werden die interessanter? Entschuldige bitte, nein. Nee, die kannst du ja auch so rausschießen. Nein, ich habe nichts gesagt. Alte Denke. Ja, aber was vielleicht interessanter wird, dass das Flugzeug gar nicht mehr so viel berechnet wird, dass das irgendwie viel Schaden machen muss, weil das war jetzt gerade, finde ich, immer der Fall, oder dass es irgendwas abstellt, sondern vielleicht ist das Fahrzeug jetzt gut, weil das den Backfield-Marker frei machen kann. Also ich finde jetzt ein Darker Jet viel interessanter als früher, weil es jetzt irgendwie relevant ist, ob ich 5 Scouts hinten auf den Marker erschieße. Vorher war das halt völlig irrelevant für meinen Gameplan. Ja, ich fände es halt auch gut, weil die Flieger jetzt auch keine Abzüge mehr auf ihre Schwerwaffen bekommen. Das macht sie auf einmal total attraktiv. Und auch nicht mehr abstürzen. Weiß jemand von euch, vielleicht gehen wir eine weitere, wo wir gerade bei den Fliegern sind, mal zu Strategic Reserve. Ich weiß gar nicht, ob die hier drin ist. Ist die in den Grundregeln? Ja, ich glaube, oder? Mission. Wahrscheinlich nicht, weil das nämlich zu den Advanced Rules gehört. Ja, aber ein paar Advanced Rules waren auch hier drin. Okay, ich kann die ja mal referieren. Die wurden ja auch schon bei GW geteasert. Man hat jetzt die Möglichkeit, zusätzlich zu normalen Fähigkeiten wie, in die Schockreserve stellen mit Terminatoren, quasi für 1 CP bis zu 9 Powerpoints, Power-Level-Wert an Modellen auch in Reserve zu stellen. Wenn ich das aber mache, dann dürfen die in Runde 2 erst nur an der Flanke in 6 Zoll kommen und außerhalb der gegnerischen Aufstellungszone. In Runde 3 dürfen sie nur an der Flanke kommen und erst ab Runde 4 dürfen sie quasi so schocken wie früher, dass man das gewohnt war. Und gleichzeitig haben die Flieger jetzt die Regel bekommen, sie können das Feld einfach verlassen und dann können sie wieder können sie das Feld quasi genau als solche Reserven betreten. Das finde ich extrem interessant. Was mir dabei aufgefallen ist, und ich weiß nicht, ob ihr da vielleicht schon was gefunden habt, wie genau kommen die denn eigentlich rein? Also sind es dann wirklich so Deep Strikes oder haben die noch irgendeine Art von Movement? Weil ich habe dazu noch nichts gefunden. Und wenn die nämlich zum Beispiel nicht irgendeine Art von Movement haben, dann heißt es ja auch zum Beispiel nicht, dass man Bomben schmeißen kann. Weil du bist ja effektiv über nichts rübergeflogen. Du stellst das Modell einfach dahin. Ja, du stellst es auch dahin. Du stellst es einfach hin und zählst als Minimum Move bewegt. Damit lieber die Frage zu klären, wann man jemanden. Nee, bleibt nicht zu klären, weil man Abstände halten muss. Okay, dann kannst du aus der Reserve nicht bomben. Ja, ne? Weil du halt effektiv, du bist halt nicht, du hast dich halt über nichts bewegt. Ja. Wo ist denn hier Aircraft? Ah ja, hier. Was ich auch interessant finde, ist, dass dadurch sowas, was ich mir direkt irgendwie eine Sorge gemacht hätte, wenn Flieger wäre, dominanter wäre, dass man, was man in der, glaube ich, in der 6. und 7. viel gemacht hat, so mit den Fliegern so sniped. Wisst ihr, so, dass man den Flieger nimmt und der stellt sich jetzt irgendwie näher an deinen Charakter und kann den dann dadurch wegschießen. Aber das kannst du ja, also aus der Reserve kannst du das auf keinen Fall machen. Also, oder? Das kannst du. Das kannst du mit dem Flieger aus der Reserve machen. Ja, gut, aber da musst du halt 9 Zoll Abstand halten. Den kannst du halt ziemlich. Nein, musst du nicht. Doch. Der Flieger muss keine 9 Zoll Abstand halten und darf aber nicht angreifen. Was? Wo steht das? Das steht mal nicht beim Flieger. Das würde jetzt. Ach, guck mal, hier steht es auch, dass das quasi, dass das hier nicht vollständig ist, diese Regeln, die wir hier zur Verfügung haben. Das gibt es nämlich, wird auf das Corebook verwiesen. Ah, ja. Aber war Strategic Reserves nicht in diesem verbotenen League? Warte mal, ich guck grad. Kannst du mal reingucken? Ja.
In dem Football League, meinst du? Strategic Reserves. Kai, was meinst du mit wieso nicht? Ja, also genau, du kannst für Command Points kannst du Power Level in Reserve schieben. Interessant dabei auch, das bezieht sich nicht auf einzelne Einheiten. Ne? Also du kaufst dir für 3 CP 20 bis 29 Power Level und dann kannst du so viele Einheiten reinschieben. Ja, ja, ja. Das ist halt total krass, wenn du sagst, ich will so kleine Mini-Einheiten alle flanken lassen. So, dann kommt Arriving from Strategic Reserves. Bla bla bla. Die kommen im Reinforcement Step of the Movement Phase. Das ist wahrscheinlich immer noch am Ende, ne? Ja. Die dürfen auch immer noch nicht in der ersten Runde kommen. Okay, Setting Up. Runde 1, 6 Zoll von einer Battlefield Edge. Aber ja. Nicht in der Deployment Zone. Ja, zu den Aircrafts ist es so, die müssen nicht an der Kante stehen, sondern dürfen aufs Feld fliegen. Und in any case, strategic reserve units cannot be set up within 9 inch of any enemy models. Bla bla bla. Aber es gibt eine Exception. Und zwar, wenn sie ja, in 1 Zoll, 9 Zoll Abstand. And wholly within. Genau, also die dürfen reinkommen, wenn sie in 1 Zoll zur eigenen Battlefield Edge sind. Wholly within der eigenen Deployment Zone. Dann dürfen sie auch in 9 Zoll zum Gegner. Und sogar in Engagement Range erscheinen. Das ist schon nicht schlecht. Und die zählen dann sogar so, als hätten sie einen Charge-Move gemacht. Du darfst kein Overwatch machen. Aber ich glaube, das ist nicht für Flieger. Weil Flieger... Das ist für Strategic Reserves. Ja. Kann ich dann beim Flieger das machen auch? Kann ich den Flieger in 1-2 stellen? Das bringt nur nichts, außer dass ich nicht schießen darf, weil ich darf nicht attacken, außer der Gegner ja, dieses, Fly. Die Bilder sind halt auch nicht ganz vollständig. Sieht so aus, als ginge das auf der anderen Seite noch weiter. Aber das, ja, hier ist leider nichts. Hier ist quasi nur Seite 1 Strategic Reserves. Ja, es gibt nur Seite 1 der Strategic Reserves. Ah, warte mal. Da, das ist durcheinander. Aircraft and Strategic Reserves. Anywhere on the battlefield. More than 9 inch from enemy models, facing any direction, instead of setting it up wholly within 6 inch of a particular battlefield edge. Genau. Also entweder kommst du halt in 6 Zoll zu der Battlefield Edge oder halt die Aircrafts dürfen überall kommen, in irgendeiner Richtung, aber 9 Zoll entfernt. Die können nicht chargen. Punkt. Die dürfen runterfliegen. Ist denn überhaupt noch, musst du deine Reserven bis zur dritten Runde bringen? Ich glaube nicht, oder? Ja. Ach so, nee, nicht bis zur dritten. Entweder in der zweiten oder in der dritten. Mit unterschiedlichen Einschränkungen. Okay, pass auf, wenn der Flieger in Strategic Reserves geht, dann kommt er wieder mit den Setting Up Strategic Reserves Rules. Hier ist das in den Bullet Points nochmal aufgeführt, wie das geht. Also sagen wir, der Flieger geht weg und kommt dann wieder. In Runde 1 sowieso nicht, ist klar.
Dann dürft ihr in Runde 2 in 6 Zoll zu einer Battlefield Edge kommen, außer der gegnerischen Zone. Mhm. In Runde 3 ebenso. In Runde 4 überall, aber nicht in 9 Zoll. Ich glaube, das gab es tatsächlich schon bei Games Workshop auf der Seite. Ja. Bei den wissen Sie, G-Circuit. Nee, doch nicht. Ja, weiß ich, findet ihr Flieger dadurch stärker oder schlechter? Stärker. Ich finde sie auch stärker. Ja. Alleine die Tatsache, dass du die nicht zustellen kannst, du kannst zum Beispiel auch sagen, wir, der Gegner spielt auf Reserve. Das heißt, du weißt, er kommt Runde 2 oder 3. Das heißt, du sagst, okay, ich nehme meinen Flieger Runde 1, ich fahre rein, ich mache meinen Schaden. Dann ist der Gegner ran, Runde 1, hat noch nichts da. Dann sagst du, okay, ich fliege jetzt mit dem Flieger raus und warte, bis der Gegner kommt. So. Ja, und umgekehrt kannst du auf jeden Fall jetzt auch dafür sorgen, dass deine Flieger wirklich mal was machen, ne? Indem du sie selber in Reserve stellst von Anfang an. Also ihr seht das jetzt gerade vor, also eure beiden Beispiele waren jetzt, ich kann den Schaden minimieren, den die Flieger kriegen, ne? Also ich kann quasi immer zuerst schießen. Potenziell ja. Hm. Das ist ja sonst auch teilweise das Problem, dass du die Flieger nicht koordiniert bekommen hast, dass die dann irgendwie rausgeflogen sind oder so. Ja. Ich muss sagen, ich habe irgendwie das Gefühl, dass die, also dafür sind, ich finde sie dafür cool, dass man irgendwie mit Armeen, die nicht indirekt schießen können, jetzt wirklich mal hinfliegen kann und irgendwie so das Ziel hinten angehen kann und dann nicht danach einfach tot ist, weil man halt quasi dann zugestellt wird oder einfach die Platte zu Ende ist. Aber so, weil die Missionen irgendwie alle so aufs Halten ausgelegt sind, ist mein Gefühl, dass es nichts bringt, mit einem Flieger, also Flieger zu kaufen, die quasi in 2 Runden nicht schießen, weil sie irgendwie auf dem Feld sind, nicht auf dem Feld sind. Und wir haben ja auch nur 5 Runden, dann schießen die plötzlich 3 Runden. Keine kontroverse Meinung, ich merke. Wir spielen ja aber nur noch 5 Runden, ne? Ja, genau, wir spielen nur 5 Runden. Ja. Ja, vielleicht Transportflieger mit Klopperei, finde ich auch nicht verkehrt. Also auf jeden Fall macht es, finde ich, Flieger schon mal sehr viel. Also man kann, also sie sind nicht so fehleranfällig, ne? Man muss sie nicht irgendwie perfekt ausplanen, man kann mal riskantere Sachen machen. Vielleicht sind sie auch eine höhere Bedrohung. Du kannst auch viele Flieger spielen. Also vorher hattest du einfach das ganze Feld voll und hast keine Flugwinkel mehr gefunden. Ja. Das ist doch eigentlich ein guter Übergang zu den Detachments, die leider hier auch nicht drin sind. Es gibt keinen, also es gibt die Detachments, die wir kennen. Minus das Flyer Detachment und das Supreme Command Detachment, das Haku Detachment. Das Flyer Detachment wurde komplett gestrichen und das Haku Detachment wurde ersetzt durch ein, keine Ahnung, Supreme Commander Detachments. Also man kann da jetzt für 0 Punkte Motarion mitnehmen im Rahmen eines Detachments. Wenn er dein Warlord ist, kostet das 0 Punkte. Oder du kannst, weiß ich nicht, wahrscheinlich Boni auswählen. Genau, also ja, effektiv ist, kostet das dann halt nichts und du kriegst halt dann ein anderes Detachment umsonst, wenn der Typ dein Warlord ist, der drin ist. Momentan geht das quasi nur für Primarchen, also Gulliman und Motarion und so, aber wahrscheinlich, da haben sie irgendwie ein Keyword eingeführt, das heißt Supreme Commander. Kann es sein, dass das irgendwie alle Leute kriegen wie Gasgul und Shadow Sun, Farsight, genau, Robert. Genau sowas, ja. Genau, allgemein, das haben wir auch noch nicht gesagt. Also man startet jetzt immer bei einer 2000-Punkte-Armee mit 12 Command Points und kriegt jede Runde zu Beginn der eigenen Runde einen Command Point dazu. Wie ist so euer Gefühl zu den neuen Detachment-Regeln allgemein? Also man zahlt jetzt für Detachments, anstatt dass man durch Detachment-Punkte kriegt. Das heißt, wenn man irgendein Detachment nimmt, hat man immer 12 Punkte. Wenn man 2 will, muss man schon zahlen. Und ein Battalion kostet 3, eine Brigade kostet 4, einen Patrol kostet 2 und ein Outrider, Vanguard oder Spearhead Detachment kostet jeweils 3 CP.
Puh, also ich sehe jetzt, also ich finde es ein bisschen komisch, gerade weil dann auch so eine Brigade fast nutzlos ist, finde ich. Also ich glaube nicht, dass Brigaden noch groß gespielt werden, weil die ja einen zwingen, gewisse Sachen zu nehmen. Mhm. Was ich an den Detachments natürlich noch interessant oder gut finde, ist die Änderung, dass die Dedicated Transports nur noch mitgenommen würden für Infanterie-Units. Damals hast du ja Panzer für Panzer mitgenommen. Jetzt kannst du so einen Dedicated Transport nur noch für eine Infanterie-Unit mitnehmen. Ansonsten finde ich es, ja, weiß ich nicht. Maximal 12 Command Points, ne? Oder du hast halt einen Gulliman oder sowas drin. Naja, maximal nicht 12, sondern ich sag mal, ich zähle die ganze Zeit mit 17. Ja, wegen den Runden meinst du? Ja, also ich finde das, also ich finde, man hat auf jeden Fall mehr CPs. Und wenn man da, also meine Einschätzung ist so ein bisschen, wenn du eine Armee hast, die du gut Mono spielen kannst, das heißt, wo du nicht vorher andere Armeen oder andere so Clans reinmischen musstest, ja, also wo du jetzt nicht irgendwie Spaceman-Alliierte brauchtest oder wo du nicht, keine Ahnung, Imperial Fists mit Ravenguard spielen musstest, also sowas wie, keine Ahnung, Tau Farsight jetzt. Na gut, Tau Farsight ist auch ein bisschen schwierig, weil die mehrere Detachments wollten, aber was ist ein gutes Beispiel? Keine Ahnung, hier so diese Ultramarine-Brigade. Obwohl, die hatte auch eine Brigade, okay. Nee, die hatte, nein, die Ultramarine-Brigade, die hat jetzt ein paar CP mehr bekommen. Oder wenn ich mir jetzt so eine Elder-Armee vorstelle mit ganz vielen Jetbikes. So, ich spiele jetzt dreimal neun Spears in einem Battalion und habe dann eigentlich alles, was ich brauche. Und krieg sogar noch mehr Sachen dazu. So, also ich krieg halt gerade Command Points geschenkt und muss keine Troops dafür kaufen. Und da ich aber sowieso nur dreimal Spears spielen will und nicht irgendwie noch unbedingt einen Swooping Hawk Unit brauche, reichen mir auch die drei Slots. Während ja, wenn du rein so ein paar Super Heavies spielst oder so. Ich glaube, dass die haben richtig viele Command Points dazugekommen. Eine Brigade, eine Space Marine Brigade hat Punkte verloren. Und zwar die drei Punkte, die du oben drauf bekommen hast. Ja, aber effektiv dann zwei, oder? Weil du hast bei einer Brigade hast du mit 15 gestartet. Jetzt endest du mit 17. Mhm. Also was so. Keine Ahnung, Matthias, würdest du jetzt noch eine Brigade spielen mit Soros? Oder hast du genug Slots in einem Battalion? Ich glaube, die Brigade, die lohnt sich eher daher, dass man nicht so viele, also wenn du zum Beispiel viele Unterstützungseinheiten oder so haben möchtest, also dann, dass du nicht noch ein extra Detachment kaufen musst für Command Points, sondern dann ist es halt nicht, dass du viele CP dazu bekommst, sondern dass du weniger CP verlierst für die Detachments irgendwie. Hm. Also zum Beispiel, du hast ja für, sagen wir, ich möchte jetzt, oh, Flieger sind cool, ich möchte drei Flieger spielen. Es gibt kein Airwing-Detachment mehr. Jetzt muss ich irgendwie Flieger bekommen. In einem normalen Detachment kriege ich vielleicht zwei Flieger rein. Das heißt, ich muss jetzt noch ein extra Detachment für 3 CP kaufen. Das ist die Frage, ob ich dann lieber eine Brigade mitnehme, wo ich alle Einheiten bekomme und meine vollen 12 CP-Bonus absahnen kann. Mhm. Ich glaube auch, der Armeeaufbau ist nicht mehr so super eindeutig. Glaubt ihr denn, also habt ihr das Gefühl, ihr könnt gerade, ihr seid zufrieden mit einem Battalion? Also ich denke, es fördert gerade Mono-Armeen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt so eine Brigade habe, dann habe ich ja meistens eine Brigade und die Punkte sind voll. Dadurch, dass die Einheiten sind teurer geworden und so. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Space Marine Solo spiele, dann nehme ich ein fettes Detachment mit. Ich habe meinen Bonus, dass ich nichts ausgeben muss, habe volle CP, bin glücklich. Wenn ich jetzt sage, ich möchte Imperium Suppe spielen und möchte jetzt nicht in dem Detachment selber alles Imperium kreuz und quer mischen, wodurch ich dann gewisse Boni verliere, sondern ich möchte meinetwegen Grey Knights mitnehmen oder was anderes oder so, dann muss ich halt Command Points zahlen dafür, dass ich die Boni behalte. Ja, da kannst du es nochmal sagen. Ja, du kannst jetzt wieder alles wild mischen nach Faction Keywords. Ich
Ich kann noch ein Detachment nehmen, wo ich jetzt zum Beispiel als Haku einen Farseer mitnehme und als billigen Troop einen Kabalitenkrieger. Nee, ich glaube, das geht nicht. Nee, ja, das dachte ich auch erst, aber es steht nachher im Regelwerk, dass das doch nicht geht. Also, die haben es komisch geschrieben, in den Core Rules steht nicht mehr diese Beschränkung, dass Imperium nicht mehr als Keyword zählt und Chaos und Inari und so. Aber nachher bei der Armeeauswahl, bei den Advanced Rules steht es wieder mit drin. Mhm, okay. Ah, okay, weil es steht in einem Beispiel, dass die alle Einheiten im Detachment dasselbe Faction Keyword in Klammern zum Beispiel. Ja, da steht sogar Imperium Chaos und oder Chaos. Imperium ja. Haben müssen. Also okay, man kann nicht alte Suppendetachments machen? Nee, das kann man nicht. Das steht auch nicht in den Core Rules. Hm. Yannick, wie löst du das? Spielst du jetzt 4 Commander statt 6 mit irgendwie 2 Detachments? Oder zahlst du irgendwie 4 CPs, damit du die 6 Commander spielen kannst? Nee, als ich mit Alex vor ein paar Wochen mal ein Testspiel gemacht habe, da haben wir 1650 Punkte gespielt und die Platte verkleinert, um so ein bisschen den Punkte-Race zu imitieren. Da habe ich mich dafür entschieden, 4 Commander zu spielen statt 6. Also A, fehlen dir wahrscheinlich die Punkte, weil alles ein bisschen teurer wird. B, jetzt mit den neu bekannten Charakterregeln will ich, glaube ich, gar nicht mehr so super viele haben. Weil es schwieriger ist, die zu beschützen. Und dann ist ein Commander halt auch einfach ein Lauch für die Punkte. Ne? Ja. Deshalb, dann habe ich lieber günstige Charakter dabei, die ich aber relativ stabil beschützen kann. Also nicht günstige, sondern weniger Charakter. So, das wollte ich sagen. Weniger Charakter dabei, die ich einfacher schützen kann, weil ich einfach nicht so viele habe. Dann konzentriert sich der Rest der Armee eben darauf, die Commander zu schützen. Ist, glaube ich, auch nicht so wild. Dadurch, dass wahrscheinlich weniger auf der Platte steht, gleicht sich das aus. Ne? Hm. Das ist natürlich erstmal so ein Reflex, dass man denkt so, oh scheiße, jetzt fehlen mir irgendwie 2 Commander oder mir fehlen irgendwie Punkte dafür, dass ich die Marine Brigade irgendwie richtig effizient voll machen kann oder ne, irgendwie sowas. Aber ich glaube, wenn das alles irgendwie gleichmäßig ein bisschen hochgeht, dann ist das alles gar nicht so wild. Das hebt sich auf, denke ich. Du hast zwar weniger Scheiß, mit dem du Stress machen kannst, aber du musst halt auch weniger kaputt machen, in dem Sinne, ne? Das gleicht sich aus. Schätze ich. Stand jetzt. Denkt ihr auch, dass es am Ende fehlen einem wahrscheinlich sogar die Punkte für die Auswahl, die man jetzt gerne, also die man jetzt alle hat? Ja, natürlich. Man hat sich ja auf gewisse Routinen eingeschossen, was man mitnimmt, was man spielt. Und dann wird dann merken, dass man auf einmal nicht mehr hinkommt. Also die Armeen ändern sich dann natürlich. Und man kommt als erstes, denkt man so, oh fuck, die ganzen Punkte sind weg, ist alles viel zu teuer geworden. Aber wie Yannick auch sagt, es geht nicht nur dir so, sondern auch deinem Gegner. Ja, das ist immer so, wenn die Punkte weniger werden, man ärgert sich, aber der Gegner ärgert sich ja auch. Ich glaube, also alleine durch diese ganzen anderen Mechaniken, die da jetzt mit drin sind, ja, man muss sich jetzt viel mehr Gedanken über sein Backfield machen. Mit Fly kommst du nicht mehr raus und schießt alles um. Du hast kein Overwatch mehr. Der Gegner kann seine krassen Units, die er sonst immer hinstellen musste, die kann er jetzt aus der Reserve rausspielen. Ich glaube, das verändert sich alles so sehr, dass man wahrscheinlich 9 von 10 Erfahrungswerten, die man jetzt so gesammelt hat, komplett umkrempeln muss. Das geht ja in jede Richtung. Das trifft ja, diese Änderungen treffen ja nicht nur elitäre Armeen, nicht nur Schussarmeen und auch nicht nur Nahkampfarmeen, sondern einfach alles. Ob das MSU ist, ob das irgendwas Elitäres ist, ob das eine Hordenarmee ist, ob das eine Ballerarmee ist, ob das eine Droparmee ist, ob das irgendwas mit Input ist.
Da sind ja so viele Änderungen drin. Also da ist ja effektiv ist ja jetzt durch diese Coherency-Regel ist ja ein Anti-Horden-Tool eingebaut im Prinzip. Ja, das ist, reduziert den Footprint der Horde. Auf jeden Fall, genau. Es ist halt natürlich auch die Frage, wie nachher die Secondaries ausfallen, was da für Missionen drin sind. Auch, also ja. Man hat ja schon gesehen, dass die Primaries immer Haltemarker, Haltemehrmarker sind. Aber was ist das für Secondaries? Wenn es die gleichen ITC-Marker sind, ja klar, weißt du schon, was du spielst, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, GW hat da ganz komische Secondaries. Also soweit wir die entschlüsseln konnten von den Screenshots, sind die alle sehr markerlastig. Also man muss irgendwie halten oder irgendwo stehen oder ja, eigentlich, also irgendwas Marker halten und stehen. Und man kriegt auch primär gar keine Punkte fürs Töten, wie man das bei ITC gekriegt hat. Ich meine mich an das GW-Preview zu den Missionen zu erinnern, dass die Kill-Missionen, die da gezeigt wurden, quasi ITC-Missionen waren. Angelehnt. Mhm. Weiß ich nicht. Bilde ich mir das ein oder gab es sowas wie töte irgendwie 3 Einheiten für bla? Oder irgendwie sowas. Oder such dir Einheiten aus, die du abknallst. Ich glaube, wir müssen nochmal so eine Runde machen mit den, wenn wir die ITC-Mission genau, also die endgültigen Grand Tournament-Missionen genau vor uns haben. Ja, aber dann kann man halt auch schon langsam anfangen, in was für Konzepte vielleicht Sinn machen, ja, ja. Dass man das spielt. Also so im Großen und Ganzen, ja, Regeln ändern sich nicht so dramatisch, aber ich glaube, aufs Spiel hat es doch schon großen Effekt. Mhm. Vor allem auch das, was in der Nahkampfphase und in der Schusspause passiert. Wo wir gerade. Ich will kurz eine Frage aus dem Chat reinbringen, nämlich Mike fragt, ob ihr glaubt, dass die kleinen Platten sich durchsetzen würden. Weil das hast du ja. Janik, bitte drum und die anderen beiden? Ich denke, dass es ein schleichender Prozess sein wird. Also ich denke, die neuen Sachen, die gebaut werden können, bestimmt auf diese Größe, werden auf diese Größe gesetzt. Aber die ersten Turniere, die alle stattfinden, werden noch auf den normalen Platten spielen. Und jeder Turnierveranstalter ist ja froh über die 12 Zoll, die er spart, um noch mehr Platten hinstellen zu können. Oder um noch mehr Platz hat, um sich bewegen zu können. Matthias? Boah. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also ich denke, es wird doch wohl jeder irgendwie ein bisschen Klebestreifen übrig haben. Und da können wir doch jetzt sofort auf den Tischen spielen. Und warum wir das sollten, ist, weil das die großen Turniere in den USA und auch die European Team Championship bzw. die World Team Championship auch schon angekündigt haben, dass sie das machen. Also wir sollten danach einfach gehen. So. In meiner kleinen Traumwelt bezieht sich GWs komplettes Balancing auch auf die neuen Plattengrößen. Natürlich sagt GW, dass das ein Richtwert ist, damit man den Leuten nicht auf die Füße tritt. Das ist doch völlig klar. Die werden ja nicht hingehen, nee, ihr müsst es jetzt so machen, weil wir das so vorgeben. Das wäre ja dämlich. GW will die Leute ja nicht vergraulen. Deshalb sagen sie natürlich, dass das ein Richtwert ist und man natürlich die alten Sachen weiterspielen kann. Und wenn wir jetzt in einem halben Jahr uns neue Releases angucken und die plötzlich alle mit ihren Waffen gar nicht mehr so weit schießen, dann fängt halt an, die 72x48 Zoll Fraktion an, sich zu beschweren. Na, oh, die schießen gar nicht weit genug. So, ja, das Spiel ist ja auch ausgelegt für jetzt 60x44 oder was es ist. Ja, da sagst du was vollkommen Richtiges. Man sollte sich mit den neuen Sachen auch anfreunden und es wird auch so weitergehen. Sich auf alte Regeln oder so zu versteifen, das haben wir damals schon gespielt, das war damals geiler, bla bla bla, das ist totaler Unsinn. Du hängst da nur hinterher und nachher gibt es nur Beschwerden. Ja. Ich würde auch einfach alles an alten Regeln wegwerfen. Ich meine, das verwirrt einen halt nur. Und am Ende wird dann trotzdem umgestellt, weil die Einsicht kommt. Sie kommt spät, wie immer bei den Deutschen, aber sie kommt halt. Ja. Haben die letzten Jahre immer wieder gezeigt. Ich muss sagen, bisher an den meisten Turnieren hat man ja immer diese Platte genau mit der Game Mat drauf bei schönen Tischen und das war's. Man hat einfach keine Stellfläche. Und jetzt hat man einfach mal die Chance, dass man sagen kann, okay, wir spielen mit den neuen Maßen
und haben einfach 12 Zoll Stellfläche pro Person. Ich meine, das ist doch perfekt. Das schon ziemlich Das heißt, du kannst, das heißt, du hast deinen ganz normalen Tisch und du kannst einfach mal deinen ganzen Scheiß hinstellen. Ja. Und wenn wir jetzt dazu auch noch einbeziehen, dass also die Platte ist kleiner, wir spielen nur noch 5 Turns, alles bleibt vielleicht ähnlich schnell, ja, dann geht das Spiel auch schneller vorbei. Und dann spielen wir auf dem Eintagesturnier vielleicht in derselben Zeit auf einmal 4 Spiele. Und auf Zweitagesturnieren spielen wir selbstverständlich 6. Und so weiter und so fort, ja, weil Eins, man. acht. Ja, 6 bis 7 wäre halt super. Also selbst 6 würde ja schon ausreichen. Ja, halt einfach mehr. Ja, Leute, stopp mal. Also, so Ne? interessant das auch wäre, gerade für die ja immer größer werdenden Turniere, die von GW angepeilte Zeit ist immer noch 3 Stunden für 2000 Punkte. Ist halt mega entspannt dann. Sorry, Yannick, aber. Okay. Also, ne, in deiner Traumwelt Schade. wird das ja auch darauf gebalanced. Ja, was heißt denn aber für Casuals? Also bisher war ja auch so, also wir Profis brauchen ja länger, weil wir das einfach viel genauer Du machen. brauchst länger. Du Du brauchst brauchst länger. länger. Ihr meint, wir Spezialisten. Ja. Nee, aber Turniere müssen ja auch so, dass die Casuals nicht gleich hinkommen und sagen, oh, das war doof, weil ich nichts machen konnte. Da musst du ja ein Mittelmaß finden und das war ja auch schon immer so. Ich hoffe es einfach, dass das schneller geht. Das wäre geil. Ja, schneller ein Bierchen trinken. Weißt du, Janik, spiel doch einfach Underworld. Also ich erinnere mich an Spiel Turnieren, du wo doch ich einfach Feldmann noch ein Spiel Underworld. zwischen zwei Turnierspielen gespielt habe. Was hast du? Ich erinnere mich an ein Turnier, wo ich mit Bellmann noch ein Spiel zwischen zwei Turnierspielen gespielt habe. Das war schon lange her. Nö, ja, das war nicht Welches war so lange. das? Da habe ich mit den Nein, du hast. Hat ihr beide Knights gespielt? Nee, er hatte drei Elder Knights gespielt. Oh Gott. Also ich bin mit 3 Phantomrittern auf ein Turnier gegangen, wo überall Häuser waren. Also ich konnte mich nicht mal bewegen. Ich konnte nicht mal einen Marker halten. Ich war irgendwie Runde 1 getabled, glaube ich. Ich habe auf einem gesamten Turnier insgesamt 2 Runden gespielt, glaube ich, weil ich mal anfangen durfte oder so. Dann hat Manuel irgendwie Mitleid gehabt und nochmal mit dir gezockt. Nee, ich glaube, er war sogar nur Judge im Turnier. Ich war relativ schnell fertig und er war Judge. Und dann hat er gesagt, ach ja, dann spielen wir noch. Achso, du warst spielender Judge. Stimmt. Ja, Springer, Judge, alles. Alles. Ich habe Medien noch für alles. eine Regel, die wir noch nicht besprochen haben, nämlich die Blast-Weapon-Regel, die jetzt kein Waffentyp ist, sondern eine Zusatzregel, die alle möglichen Waffen kriegen können. Und die besagt, wenn ich eine zufällige Anzahl an Schüssen habe, also W6 Schüsse, W3 Schüsse, 2 W6 Schüsse, wie auch immer, und damit dann auf eine Einheit schieße, die sechs oder zwischen 6 und 10 Modellen hat, dann ist jeder dieser W6 Würfe, die ich für die Schussanzahl würfeln würde, mindestens eine 3. Das heißt, ich würfel eine 2, dann ist das schon mal eine 3. Würfel eine 1 ist eine 3, würfel eine 4, bleibt es bei einer 4. Moment, nicht der W6-Würfe, sondern die Schusszahl der Waffe. Nein, das ist eine Diskussion, ja, ob das jetzt nur für die W6-Würfe gilt oder für die gesamte Schussanzahl. Also wenn ich 2 W6-Würfe, habe ich dann auch mindestens immer nur 3. Ich habe gesehen, irgendwo bei Facebook-Gruppe ITC hat von Frontline Gaming der Reese als Playtester geschrieben, dass es pro Würfel gemeint ist. Also wenn du 2W6 Schuss hast, in deinem Waffenprofil steht 2W6 und damit schießt du auf eine Einheit, die 6 oder mehr Modelle hast, dann hast du mindestens 6 Schüsse. Wenn du auf eine Einheit schießt, die 11 oder mehr Modelle hast, dann hast du m nicht mindestens, sondern immer 12 Schüsse mit dieser Und was ist, wenn du 2W6er. nur eine über 3 hast? Ist die W3 dann immer volle 3? Ja, genau. Und bei W3 ist es hier sogar auch Rules as written so, dass du auf eine quasi schon gemaxt bist ab 6 Modellen. Stille. Ja, finde ich krass. Gerade weil ich auch gesehen habe, dass so Waffen wie Sniper Rifles also die Bolt Sniper Rifles
von den Eliminators das auch bekommen. So, das finde ich schon. Taugranatwerfer auch. Ja. Ja, oder hier Wyvern mit 4W6 Schuss, also Ach, 24. jo. Ja, Panzer Mike schreibt, das ist nicht zu Ende gedacht bei den W3 Schuss. Denke ich auch. Ich finde, da hätten sie es halt nochmal differenzieren müssen, dass du bei W3 Schuss halt auf 6 oder mehr 2 mindestens hast und bei 11 oder mehr halt 3 oder mehr, immer 3 fest hast. So finde ich Der das. eine Schuss, der macht doch nichts aus. Nee, Ja, überhaupt nicht. vielleicht wollen Sie damit aber auch tatsächlich die W3-Schusswaffen ein bisschen mehr entwerten. Nee, die sind nicht entwertet, die sind doch Die werden total krass. Guck mal, aufgewertet. du nimmst, also jetzt nehmen wir mal, also Wyvern ist ja, hat W6 Schuss, ist auch ziemlich Ja. krass, ja, so. Aber nehmen wir mal, er, und das sind aber halt Stärke Ach 4, so, weil so. die W3-Dinger, die machen immer voll. Ja, immer sobald die mehr als 5 Modelle sind. Okay, ja, okay. Und das ist doch total absurd. Jetzt nimmst du einen Dune Rider Disintegrator oder wie die heißen von den Admech, diese indirekt schießenden Stärke Ja, 6 minus ja. 1, 2 Schadendinger und die haben einfach auf alles, was nicht nur eine Minimalgröße ist, quasi nicht nur 5 Modelle ist, einfach immer 9 Schuss. Ja, oder wie Ja. gesagt, auch die Thunderfire-Kanone, Ja, Thunderfire ne? hat immer 12 Schuss. Oder der, was gibt's noch? Der Exorzist hat da auch jetzt, wie viel W3 Schuss hat der Matthias? 3 wie 3W, 3. 3W3, also auch einfach 9 Schuss. Und ich meine, also bei manchen Sachen, also bei einer Wyvern, dass die auf eine 30er-Mob schießen will, dass die voll durchlädt, das ist schon krass. Aber dass du quasi mit dem Exorzisten mit 9 Schuss auf irgendwie, weiß nicht, eine 6er Space Marine-Einheit schießt, heißt ja schon, dass du eine Space Marine-Einheit nie in Größe 5, mehr als 5 Modelle spielen willst. Schön ein reinorgeln wie so ein Ja. Achtarmiger mit Gerhard. Ist geil. Genau, Mike, ja. Schon ab 6 Modellen macht die Sonderfall kennen dann 6 Schuss. Die kostet jetzt aber auch irgendwie 135 Punkte oder so, ne? 145 wird hier geschrieben. Ah ja, guck mal. Ist ja ein Non-Schnapper geworden. 45 Punkte mehr. Ist euch aufgefallen, dass bei den Punkten, man hat ja die Punkte auch geleakt bekommen für die Space Marines? Dass manche Sachen, die halt jetzt viel gespielt wurden, sind wirklich sehr stark hochgegangen. Also, weiß ich nicht, 40, 50% teilweise. Im Schnitt sind die Sachen aber eher so 15% höher gegangen. Und wenn man sich die Charakter anschaut, sind die eher so 10% höher gegangen. Also, was denkt ihr, wie viel weniger Modelle wird man denn sehen? Switcht man jetzt einfach zu den Sachen, die vorher nicht gespielt wurden? Spielt man keine Centurions, aber keine Ahnung, was auch immer bei den Space Marines jetzt irgendwie relativ billiger ist? Ach, es wird bestimmt wieder irgendwas geben, was dann gespammt wird. Nur diesmal steht da halt nicht, weiß ich nicht, Centurion oder Riptide oder was weiß ich drauf, sondern Piranha und hier Reaver. Keine Ahnung. Boah, ich stelle mir auch gerade vor, wenn du halt so diese Granaten-Stratagems hast von den Death Guard oder so, die dann auch immer volle drei Attacken haben. Ja, genau, da muss man echt mal drüber nachdenken, was da so alles noch möglich ist, theoretisch, was irgendwo in irgendeinem so Kodex tief vergraben liegt, was bisher eigentlich nichts gemacht hat. Da wird sicherlich das ein oder andere Ding geben, wo man denkt, so, oha, ja, mal gelesen und jetzt hat es plötzlich Impact, ne? Und weil man genau diese Einheit kann man irgendwie immer in Fünfergröße gut spielen. Auch so, keine Ahnung, Seraphim, Flamer-Pistolen und sowas. Ja, Fragmentgranaten, Imps oder Gardisten. Gardisten waren ja Flamer jetzt auch sind, nicht glaube ich, keine Blast verwertbar. geworden. Stimmt, die sind nicht Blast, ne? Weil, damit du die eben auch noch im Nahkampf abschießen kannst. Ja, okay, stimmt, ja. Ja, gut, aber, ne? Weißt, welche Richtung. Ich Ja, habe noch crazy, ey. eine letzte Regeländerung. Es gibt noch so ein paar Details und das ist eigentlich auch so ein Detail, aber ich finde, das ist ziemlich krass. Und gerade für dich, Yannick. Safe. Saves Ja. allokieren wurde geändert, dass man nicht mehr nur verpflichtet ist, wenn schon ein Modell in der Einheit einen Lebenspunkt verloren hat, auf diese Modell weiter zu saven,
sondern sobald man einmal angefangen hat, einen Safe-Wurf für ein Modell in der Einheit zu werfen, und zwar für die gesamte Phase, dann muss ich immer weiter auf diesem Modell saven. Ja. Das heißt, solche Tanks, wie du hast, mit minus 2 ignorieren in deiner Crisis Bomb, kann ich halt ziemlich gut triggern, indem ich erstmal mit irgendwas Kleinem drauf schieße und dann auch mit einer Laserkanone und dann musst du plötzlich deine 4 plus safen oder. Genau. Ja. Genau, du sagst jetzt halt, okay, ich nehme hier jetzt erstmal Schurikenkram und schieße auf dich und warte mit, was weiß ich, irgendwelchen komischen Laserlanzen, warte ich jetzt halt mal ab, ne? Die schieße ich halt hinterher. Und wenn ich sage, okay, die Schuriken würde ich gerne auf den Tank nehmen oder Lasergewehre, Bolter, was auch immer, dann muss ich da auch weitermachen, ne? Auch wenn dann die große Minus-5-Kanone angeflogen kommt. Das ist halt auch für sowas wie Bulgren-Einheiten scheiße, ne? Mit ihren gemischten Schilden. Wo die immer irgendwie auf den einen hatten, auf dem einen Typen haben sie eine 1er Rüstung oder Deckung oder sowas und dem anderen einen 3er Retter, ne? Ja. Ja. Ja, habt ihr noch irgendwelche Regeländerungen, Details, die Details sind, aber große Auswirkungen haben? Sturmschilde. 4er Retter plus ein Safe. Habe ich irgendwo aufgeschnappt. Ja, habe ich auch gelesen. Ich weiß nicht, ob die Änderung für alles haben. Das finde ich aber richtig krass. Also, es steht nicht im Core Rules, sondern auch in den Releases, in den GW-Releases zu den Sturmschilden. Ist das ein Preview gewesen? Also, ich finde das halt noch so, also ich habe da auch schon jetzt mehrfach drüber gelesen und denke so, Leute, das klingt alles super unklar noch. Ich habe es halt am Rande irgendwie gelesen. So, nach dem Motto, Sturmschild ist geändert auf 4 plus Rettung und plus 1 Armor Save quasi, ne? Und ich finde, plus 1 Armor Safe in Deckung stehen ist halt super krass. In Deckung mit minus 1. To hit. Ja. Ja, das ist eine große Änderung. Der Cap auf minus plus 1. Ja. Jo, habe ich auch schon. Gott sei Dank. Ja, der Yannick freut sich, der Tau. Ja, normal. Ich meine, wenn du anfängst, gegen minus 2 to hit zu spielen, mit einem, was nicht Crisis Bomb ist, weiß ich nicht, das schockt halt nicht. Und 6 treffen halt jetzt immer, ne? Ja. Also ich beschwere mich hiermit offiziell als Ork-Spieler. Total unfair. Sollte niemand anders haben. Schön Daka-Daka aufbauen. Macht das für euch einen großen Unterschied als Baseline-Spieler? Nö, du hast eh nichts gehabt, was viel Minus hatte. Ravenguard-Sniper sind nicht mehr so geil. Die schlechter gehittet und gewundet wurden und gegen Charakter gut waren. Jetzt kriegst du halt maximal noch plus 1 to hit und to wound. Ist das to wound denn auch gecapped? Ja. Alles auf maximal plus 1, soweit ich weiß. Ja, ja, ist auch gecapped. Ich hätte gedacht, dass nur die Hits gecapped sind. Nee, okay. A wound can never be modified more than minus 1 or minus 2. Ja, aber das ist doch, also okay, Space Marines, also es hat nicht so eine große Auswirkung wie, ich sag mal, Dämonenbesessene, die dann auf einmal auf 3 plus oder so Mortal Wounds machen. Ja, ja, und ja, 5 plus mehr und so weiter. Ja. Das ist dann schon mal ein Riesenunterschied. Manchmal fand, also ich fand das zum Teil auch ein bisschen blödsinnig hergeleitet irgendwie. Ja, das fühlte sich irgendwie immer so ein bisschen falsch an. War aber nur so, also mein persönliches Empfinden. Dass man dann irgendwo kriegt man irgendein plus 1 to hit her und dann aus irgendeinem Kampagnenbuch dann nochmal. Weiß ich nicht, fühlte sich immer so, weiß nicht, irgendwie so komisch an. So nach dem Motto, ah ja, okay, GW hat diese Regel geschrieben, aber das wieder nicht gesehen, dass das dann möglich ist, ne? Ja, ich finde es gut, dann ein Cap einzubauen. Ja. Also das ist halt für dich einfach nur eine Sicherung, zu sagen, okay, jetzt haben wir ja Scheiße gebaut, aber wir haben ja da so ein Cap drin. Vielleicht so ein bisschen wie der Command Reroll. Also, dass wenn die eine Regel schreiben, wissen die, wie die verwendet werden kann.
Es hat auch so ein Cap wie alle Saves von 1 müssen immer, alle Treffer von 1 müssen immer. Und ich finde auch den Weg, den GW geht, überall unmodified hinzuschreiben, auch gut. Weil auch dieses, ja, ich habe auf einer 6 Rending, aber wenn ich jetzt plus 2 to Wound habe, habe ich auf einmal 4 Rend auf einer 4 Ja. Rending oder sowas. Genauso wie mit dem Mortal Wounds, finde ich das gut, dass das auch irgendwie immer heißt unmodified. Wobei ich muss sagen, mir gefällt dieser Unterschied von unmodified und quasi nicht modified nicht, weil das irgendwie wieder so total willkürliche, also es ist halt total willkürlich, wann es mal so ist und wann es mal so ist. Und ich würde mir inzwischen wünschen, lieber, es wäre alles immer modified. Und dann hat jeder auch irgendwie, also dann macht es auch immer wieder einen Ja. Unterschied, ob man halt einen Rand kriegt oder nicht. An sich ist es ja egal, in welche Richtung. Hauptsache, es ist für alle klar, finde ich. Ja. Aber das liegt, glaube ich, auch daran, dass viele alte Regeln nicht dieses Unmodified drin haben und die neuen, also wenn ich jetzt in Space Marines gehe, das ist eigentlich alles immer unmodified. Ja. Das ist, glaube ich, dann auch die Richtung, in die es gehen wird. Du meinst, weil GW allgemein so ein, also Die das wird, Regeln also das Überschneiden der Regel versucht ein bisschen zu cappen. ja, damit die sagen können, okay, hier ist ein Zauber, der gibt dir plus 1 zu Wund und damit machst du mehr Wunden. Aber du machst damit nicht öfter diese krasse Regel zum Auswirken. Also damit wirkst du nicht diese krasse Regel öfters, wie hier Mortal Wounds oder sowas. Ja. Habt ihr noch irgendwelche Regeln, die wir vergessen haben? Änderungen? Wir hatten minus 1 to hit, gibt es nicht mehr für außer für Infanterie. Wir hatten Lookouts. Wir hatten ein Nahkampfschießen. Saves. Characters. Was hatten wir? Die Saves hatten wir. Ah, ja, wir haben über die Zielphase noch nicht gesprochen. Da gibt es zwei Änderungen. Einerseits, finde ich super wichtig, wenn du ein Fallback gemacht hast, darfst du nicht mehr zaubern. Jo. Finde ich, macht einen großen Unterschied. Interessanterweise kannst du immer noch im Nahkampf, also wenn du, es sagt nicht, dass du nicht in Engagement Range zaubern darfst, sondern nur, wenn du ein Fallback machst. Das heißt, du kannst auch stehen bleiben und zaubern. Aber ich finde, das ist so ein bisschen ähnlich wie mit den Fahrzeugen und Monstern. Klar kannst du im Nahkampf stehen bleiben, aber dann bist du halt auch immer noch im Nahkampf. So, auch wenn du schießen kannst, du bist immer noch in der Gefahr da. Und die andere, ein bisschen subtilere Änderung ist, dass man jetzt immer einen Psyker komplett durchgehen muss und auch abhandeln muss. Also ich kann nicht zwischen meinen Psykern hin und her wechseln. So ein bisschen wie in der Schussphase kann ich ja auch nicht sagen, ich schieße erst mit der einen Hälfte, dann schieße ich mit dem anderen Trupp und jetzt schieße ich mit der anderen Hälfte wieder. Wie wird es denn aber jetzt mit der Brotherhood auf Psyker genommen? Kann ich dann sagen, meine Brotherhood, dann macht der eine Laser, fängt an, dann mache ich was anderes und dann der nächste Laser, der theoretisch die Select. gleiche Brotherhood ist, aber ein anderes Modell. Ja, hier steht Unit. Also und bei der, ich glaube, bei der Brotherhood of Psykers Regel steht, wenn diese Unit ausgewählt wird, dann wähle Ein stattdessen ein Modell. Modell und das ist dann so, als wäre dieses Modell alles und so weiter. Okay, dann ist das wenigstens so. Was es mit den Actions auf sich hat, wissen wir jetzt auch noch nicht so richtig, ne? Ja, das wissen wir aus den Leaks, wo die Missionen drin sind. Ich glaube, die können wir mal in einem anderen Stream besprechen. Die sind, also ich finde die eigentlich alle ganz cool. Das ist halt im Prinzip so ein bisschen wie Engineers, aber nochmal abgewandelt. Was wir noch nicht hatten, ist halt Charge-Phase, ne? Oh, ja. Chargen, alles ansagen und du musst an alles rankommen. Du kannst nicht Jo, irgendwie stimmt. Sachen ansagen und dann nicht rankommen. Also du Gehen wir musst mal an alles dazu. rankommen, was du angesagt hast. To make a charge move, a unit's charge roll must be sufficient that it is able to end that move in unit currency and within engagement range of every unit that was a target of its charge. If this is possible, the charge is successful. If this is impossible, charge fails. Das heißt, ich sage drei Einheiten an, eine Einheit ist 8 Zoll entfernt. Und ich würfe eine, also ein 8 Zoll, ich brauch, ist 8 Zoll entfernt, ich würfe eine 6, dann darf ich mich gar nicht bewegen. Ja. Also nichts Aber mit, ich charge mal alles, was in 12 Zoll ist. auf gar keinen Fall. ich hatte irgendwo aufgeschnappt, dass man jetzt auch das Zeug
verkloppen kann, was man nur durch Pile-In erreicht hat, ohne es anzusagen. Ist das richtig? Das ist natürlich interessant, das müsste ich mal gucken. Wo ist denn das? Das müsste doch bei Shoes Target. Charging Unit First. Select Targets. Ne, hier steht es immer noch. Attacks made by a model in units that made a charge move this turn can only target enemy units that their unit declared a charge against or that performed a heroic intervention this turn. Die einzige Änderung hier, und die ist auch, finde ich, nicht unwichtig, früher gab es das ja, dass der Gegner mal in dich rein interveniert ist mit seinem Charakter und du den halt nicht angesagt hast, weil konntest du nicht, wolltest du nicht oder was auch immer, hast vergessen. Jetzt kannst du den immer dann auf jeden Fall auch eine Schelle geben. Und die Heroic Intervention haben sie auch ein bisschen geändert. Du kannst nicht mehr rausstrifen. Also vorher konntest du ja mit einem Charakter, der nicht Base-to-Base gebunden war, mit einer Heroic Intervention, obwohl er schon im Nahkampf war, noch irgendwo dich anders hinbewegen. Ja. Jetzt musst du immer closer zum Modell sein, wo du schon warst. Nee. Du kannst gar keine Heroic Intervention mehr machen, genau. Wenn du schon in der Engagement-Rage bist. Ja. Rage. Ah, endlich. Ja, das ist gut. Das ist auch WTC FAQ 2019. Im Ernst? Ja, da hatten die das so geändert. Ja, wie findet ihr denn die Anpassung mit dem Multicharge? Finde ich gut. Schlechter natürlich für Nahkampfarmee. Aber es macht es auch nur irgendwie. Dadurch wollen die, glaube ich, so ein bisschen dieses Abwehrfeuer-Thema ein wenig ausgleichen. Genau. Und dass du sagst, okay, du kannst nicht mehr mit einem Abwehrfeuer geben, dann sagst du jetzt ja prinzipiell immer alles an. Und das wollen die so ein bisschen unterdrücken. Ja. Ich habe das Gefühl, man muss das mal auf dem Tisch sehen, damit man halt sieht, wie das mit den ganzen Entfernungen und so aussieht. Auch durch die neue Currency-Regel. Ich meine, was halt da nicht so schlimm ist, also abbinden kannst du ja immer noch Zeug. Und wenn der Gegner nicht... Du musst halt tierisch aufpassen, ne? Dass du dir mit Pile-Ins und so deine Coherency nicht so kaputt machst, dass wenn der Gegner dann im Gegenzug auf dich schießt, dir die komplette Einheit wegbröselt, ne? Hier auch zu dem Thema, was Fennec geschrieben hat, du brauchst immer zwei Typen, die die Spitze bilden. Hm. Das hatten wir am Anfang schon. Das wird ja aufgezeichnet. Ja. Also genau das, was auch Yannick gerade sagt. Also wenn du dich dann auf einmal super krass ausbreitest, dass dir das nicht passiert, was wir am Anfang schon erwähnt haben. Dass dann Modelle irgendwie aus der Mitte oder gerade die Modelle, die bei dir jetzt diese Spitze bilden, sterben und dann deine ganze Einheit auseinanderbricht. Ach oder so, du willst Moral es vielleicht hat sogar. Sich auch noch verändert, ne? Ach so, stimmt, wir haben die Moralphase von App vergessen. Genau, du machst jetzt quasi, wenn du den Moraltest nicht schaffst, dann würfelst du für jedes lebende Modell in der Einheit einen Würfel, bei einer 1 stirbt es und es gab noch eine Modifier-Möglichkeit. Wenn du unterhalb der Anzahl bist, mit der du das Spiel gestartet hast, dann kriegst du minus 1 auf diesen Wurf, das heißt 1 und 2 stirbt einer. Es macht, finde ich, große Einheiten viel spielbarer, die nicht furchtlos sind. Und man wird viel seltener das letzte Modell durch Moral verlieren, weil man halt quasi immer nur ein Sechstel oder ein Drittel verliert und nicht irgendwie W6 plus 10 oder sowas. Also oder 6 plus W6 oder sowas. Ja, also ich glaube, die Coherency-Sache, jetzt hier den Nahkampf, das sind super krasse Einschnitte. Wir sind, glaube ich, alle jetzt noch damit überfordert, uns das wirklich vorzustellen und man muss das einfach auf der Platte sehen. Es kann halt auch sein, dass man einfach nach ein paar Spielen so irgendwie herausfindet, wie man das halt machen muss. Genauso wie wir ja auch herausfinden mussten, wie man einfach die krassesten Multicharges machen, weil die jetzt plötzlich in der 8. Edition gingen und wie man alles irgendwie einklemmt und so. Ich glaube, da gibt es echt noch viel herauszufinden.
Ja, dazu kann man doch hier gleich Werbung machen. Also hört euch den Podcast von Breaking Heads an über die Jeans-Dealer. Da wird auch viel geredet, dass das Spiel in der Bewegungsphase stattfindet und nicht in der Schuss- und Nahkampfphase. Ja, und wahrscheinlich jetzt noch viel mehr. Ja. Genau, und falls euch der Podcast über die Green Steeler zu wenig über die Tau ist, dann könnt ihr euch den Podcast mit Yannick anhören. Wir haben nächste Woche auch einen Podcast geplant. Da wird es über Imperiumssuppe gehen. Wir bleiben dabei, dass wir Podcasts machen über ganz konkrete Armeen mit konkreten Armeelisten. Weil man da einfach am besten und am konkretesten über Strategien, Taktiken, Armeezusammenstellungen und sowas sprechen kann. Wir werden aber trotzdem, vor allem im zweiten Teil, ganz stark in die Änderung der 9. Edition eingehen und schon mal gucken, wie vielleicht die Liste, die wir dann da besprechen, unter den neuen Bedingungen quasi funktionieren könnte, was sich da ändert, wie man es vielleicht anpassen könnte und so weiter. Also ich hatte jetzt hier heute auf jeden Fall schon mal bei unserem ersten Casual Hangout Livestream ziemlich viel Spaß. Wir kommen nochmal wieder. In Konstellation gucken wir dann und besprechen dann also ich glaube noch, ja, mit die wichtigsten Changes, nämlich die Mission und Armeeaufbau, wie das dann genau zusammenhängt. Aber das machen wir in einem anderen Stream. Ja. Ich danke Manuel, schön, dass du da warst. Matthias, schön, dass du da warst. Und Yannick war auch okay. Jo, war sehr schön mit dir und Manuel. Ich hatte keinen Spaß. Danke, Fred. Danke, Bella. Ja. Also, wenn ihr beide nochmal wieder was machen wollt, sagt gerne Bescheid. Sehr gut, ist jetzt auch schon spät. Schön, dass ihr im Chat da wart. Danke für die ganzen Fragen. Hier, die jetzt nur bei YouTube eingeschaltet haben, kommt mal bei Live vorbei. Da könnt ihr auch noch ganz aktiv das hier mitgestalten. Ich streame auch meine TTS-Spiele. Das ist noch 8. Edition, aber ich glaube, da kann man auch noch einiges mitnehmen. Jede Woche hier auf Twitch. Und vielleicht spielen ja Yannick und ich schon nächste Woche. Yes. Ich Geilo. spiele morgen auf jeden Fall mit meinen Jungs. Wir wollen mal die neue Edition ein bisschen anspielen. Freue ich mich schon drauf. Mal gucken, was geht. Jedenfalls mit dem, was bekannt ist, soweit. Ja. Cool. Mal gucken. Ich habe auf jeden Fall Bock. Ja, wollt ihr noch irgendwas loswerden? Ansonsten würde ich jetzt hier gleich mal raushauen. Hier. Nö. Ich grüße alle, die mich kennen und meine Mutti und so, ne? Deine Mutti kennt dich gar Schönen nicht. Abend. Ich grüße auch alle, die mich kennen und Manuels Mutti. Haut rein. Ich grüße alle, die ich kenne und von Basti die Katzen. Falls ihr auch irgendwen grüßen wollt, schreibt es in die Kommentare. Lasst ein Like oder ein Dislike da. Schreibt in die Kommentare, ich lese es vor. Okay. Tschüss, Leute. Bis dann. Vergesst nicht die Glocke. Didin.